meine Damen und Herren, dieser Vortrag hier, der schließt sich jetzt nicht direkt an den vorigen Vortrag. Der vorige Vortrag, da hatte ich Ihnen ja die Entdeckung des Toll-Systems in der Drosophila erläutert, bei der Analyse der genetischen Steuerung der Embryonalentwicklung, die Arbeiten von Nüsslein, Frohnhardt und Wieschaus. Das war ja ein Zusatzvortrag, das habe ich Ihnen ja auch gesagt, den man sich also nicht unbedingt anhören musste, um den immunologischen Zusammenhalt zu bewahren. Dieser Vortrag schließt sich direkt an den davorliegenden Vortrag. Und die letzte Arbeit dieses Vortrages, das war diese Arbeit, die ich hier nochmal geschrieben habe, 1996, Lemaître et al. Und an diesen Arbeit, da schließt sich dieser Vortrag direkt an. Diese Arbeit von Lemaître, die hatte ja den Titel The Dorsoventral Regulatory Gene Cassette Spetz de Toll Cactus Controls the Potent Antifungal Response in Drosophila Adults. Und das war ja folgendes gewesen: Man hatte in die erwachsene Drosophila-Fliege intraabdominal injiziert eine Mischung von E. coli und Micrococcus luteus. Und die Fliege hatte geantwortet darauf durch die Synthese von Drosomycin. Und das war ja ein klassischer Fall dieser Immunität in der Fliege, der Immunität ohne Lymphozyten. Und das war also diese bedeutende Entdeckung. Und das hatte ich Ihnen ja genau dargestellt. Dabei hatte eben diese Gene Spätzletoll und Cactus eine Schlüsselrolle gespielt in der Signalkette von der Erkennung des Fremden zur Antwort hin. Das Protein, das Tollprotein auf der Oberfläche der Zelle, das schaltete das um. Das Signal, was von außen kam über Spätzle, nach innen zur Genregulation. Und das habe ich Ihnen ja dargestellt. Das war ja eine grundlegende Entdeckung und es war ja so, dass in Drosophila das nur eine Nebenweg der Immunität war. Die meisten dieser Immunreaktionen liefen ja nicht über Toll, sondern das war ein anderer Weg, der IMD-Weg. Nun, mit dieser Entdeckung hat sich natürlich jetzt aber die Möglichkeit ergeben, dass man sich gefragt hat, spielt vielleicht dieser Tollweg auch beim Menschen oder bei der Maus? Die Maus ist ja der Ersatz in dem Sinne für den Menschen, weil man mit der Maus so wunderbar arbeiten kann, experimentell. Spielt dieser Tollweg vielleicht für den Menschen auch eine Rolle? Und das Großartige daran war eben, dass sich gezeigt hat, dass bei den Menschen dieser Tollweg so eine überragende Rolle spielt in dieser Immunität ohne Lymphozyten. Und das konnte man vorher nicht an, aber dadurch ist dieser Tollweg eben so ungeheuer wichtig geworden. In Drosophila spielt er gar keine große Rolle, aber in den Menschen, da ist er eben so bedeutsam und in der Maus eben auch so überragend wichtig. Darauf beruht eben die große Bedeutung dann, die große praktische Bedeutung. Und diesen Weg von der Maus, von Drosophila zum Menschen bzw. zur Maus, den will ich Ihnen heute darstellen, wie man den entdeckt hat, wie man den gegangen ist. Und das will ich Ihnen in drei Teilen vorstellen. Das erste sind diese gelb markierten Arbeiten, die ich Ihnen erläutern will. Dann will ich eine kurze Pause machen und Ihnen diese beiden grün markierten Arbeiten erläutern und dann nach einer Pause den Schluss hier darstellen. Warum das sinnvoll ist, diese Aufteilung, das werden Sie sehen. Ich habe angefangen jetzt hier 1994 Nomura et al. Das ist hier chronologisch geordnet. Sie sehen hier 1996 Lemaître. Das sind also zwei Jahre vor Lemaître. Nomura et al. Und der Titel der Arbeit heißt Prediction of the Coding Sequences of Unidentified Human Genes, römisch 1. Und der Inhalt ist der, dass man gefunden hat, dass die cDNS 13637 homolog ist zu dem Drosophila Toll. Das ist also die erste Entdeckung eines Tollproteins im Menschen. Voraussage von kodierenden Sequenzen von bis dahin unidentifizierten menschlichen Genen. Entdeckt hat man das erste Mal hier Toll im Menschen. Das hat man also
wie gesagt, schon vor dem Maître hier gemacht. Und ich will Ihnen etwas sagen zur Erläuterung, warum man das gemacht hat, wie das entstanden ist. Man hat jetzt nicht speziell Toll gesucht, sondern man hat eben unidentifizierte menschliche Gene gesucht. Und das ist eine außerordentlich wichtige Fragestellung. Wie wichtig die ist, das werden Sie später noch sehen. Und die unidentifizierten menschlichen Gene, da hat man sich folgende Strategie überlegt. Man hat gesagt, wir nehmen also Messenger-RNAs von einer Zelle, die sehr viele verschiedene Messenger macht, und extrahieren Messenger-RNAs und machen cDNAs und machen doppelsträngige cDNAs und machen dann eine Größenfraktionierung der cDNAs auf Zuckergradienten und klonieren dann bestimmte Größen, sagen wir mal jetzt 2000 Basenpaare. Die ganz kleinen cDNAs, die lassen wir weg, denn die sind ja wahrscheinlich unvollständig, die interessieren uns nicht. Wir wollen vollständige cDNAs haben. Also 2500 Basenpaare wird kloniert, gerichtet kloniert in einem Plasmid. Und dann sequenziert man von dem Ende des Inserts, was dem 5-Ende der Messenger entspricht, vom Plasmid in dieses Insert rein. Da kann man in dem Plasmid einen universellen Primer nehmen natürlich und dann immer in diese Inserts rein sequenzieren. Macht man eine Sequenz, liest man vielleicht 300 oder 400 Basenpaare und dann ist man zufrieden erstmal. Und wenn man jetzt 1000 solcher cDNS-Moleküle hat, dann macht man 1000 solcher Sequenzen. Und diese Sequenzen, lässt man jetzt im Rechner laufen gegen eine Nukleinsäure-Sequenz-Datenbank. Unter gegen Nukleinsäure-Sequenzdatenbanken und die Sequenzen, bei denen man da Homologien findet, die vergisst man. Man will ja neue cDNS haben. Die Klone behandelt man nicht weiter. Und die Klone, die dann übrig bleiben, das sind natürlich noch einige hundert, die behandelt man weiter und zwar macht man Folgendes. Man schneidet das Insert raus, die cDNS selber, markiert sie mit P32 und bestimmt ihre Länge auf dem Gel. Und dann haben wir so ein Insert zum Beispiel, das hat jetzt vielleicht 2500 Basenpaare. Und das macht man für jeden dieser Klone natürlich. Und dann hat man also ein solches Insert mit 2500 Basenpaaren und das benutzt man jetzt im Northern Blot, um nach einem Messenger zu gucken in den Zellen, die man da ursprünglich genommen hatte, nach einem Messenger zu gucken, der kaum größer ist als das Insert. Das ist der Trick. Wenn das Insert 2500 Basenpaare hat und ich finde im Northern Blot einen Messenger, der vielleicht 2600 Nukleotide lang ist, dann bin ich glücklich, dann habe ich ja eine fast vollständige cDNS. Das ist der Trick dabei. Und die ganzen Inserts, die das nicht leisten, die wirft man wieder weg. Und man behält nur die Inserts, die eben diese schönen Northern Blot-Analyse geben. Und davon hatten sie 40 Stück gefunden. Gar nicht so viele, aber immerhin 40 neue und vollständige. Wahrscheinlich neue und vollständige. Und dann hat man also den offenen Leserahmen, dann hat man diese Inserts vollständig sequenziert natürlich. Und dann hat man den offenen Leserahmen abgelesen und davon das Protein abgelesen. Und das Protein hat man verglichen mit den Datenbanken, mit den Protein-Datenbanken. Und dann gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten, was man bekommt. Das erste ist, dass man also ein Protein bekommt, was in der Datenbank schon vorhanden ist, aber als ein anderes Familienmitglied. Damit meine ich also jetzt, dass man zum Beispiel sagt, wir haben eine neue Serienprotease vom Trypsin-Typ zum Beispiel gefunden. Davon gibt es ja viele, da kennt man einige im Menschen. Und jetzt hat man eine neue solche Serienprotease gefunden. Die ist natürlich verwandt, aber sie ist neu. Es ist ein anderes Mitglied, ein neues Mitglied dieser Familie, aber kein völlig neues Protein. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass man ein verwandtes Protein findet, aber nicht im Menschen, sondern irgendwo anders, in der Pflanze oder irgendwo anders. Und unter diese Kategorie, da fällt eben dieses Toll-Protein. Man hat diesen Klon 12 gehabt und er hatte einen offenen Leserahmen und das Protein war ein Verwandter von dem Drosophila-Toll-Protein. Das war also das menschliche Protein, was verwandt war zu dem Drosophila-Toll-Protein. So ist das erst zuerst entdeckt worden. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass man Proteine findet, wo man gar keine Verwandten findet, dann hat man ganz neue Proteinfamilien. Von diesen Proteinen gab es 20 Stück. Ganz neu.
Und so hat man das also gemacht und so hat man das so toll gefunden. Im Menschen. Warum das also interessant ist und wichtig ist, diese Art von Analysen zu machen, das werden Sie später noch sehen. Hier wirkt es ja so etwas esoterisch, sag sowas vielleicht zu suchen nach solchen vollständigen cDNS. Das ist es aber überhaupt nicht. Gut, so hat man also dieses Toll-Protein im Menschen entdeckt. Das will ich zu dieser ersten Arbeit sagen. Ein Jahr später, 1995, Miyake et al., RP105, a novel B-cell surface molecule implicated in B-cell activation, is a member of the LRR protein family. Warum diese Arbeit jetzt wichtig ist, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das werden Sie noch sehen. RP105, also ein neues B-Zell-Oberflächenprotein, was eine Rolle spielt bei der B-Zell-Aktivierung, ist ein Mitglied dieser LRR-Proteinfamilie. Die Toll-Proteine enthalten ja extrazellulär als Domäne diese LRR-Domäne, Leucin Rich Repeat. Und das ist auch so ein Protein, dieses RP105, aber intrazellulär. Da hat dieses Protein eine andere Domäne als Toll. Toll hat ja intrazellulär TIR und das ist hier ganz anders. Das ist nur die extrazelluläre Domäne, die so ähnlich ist wie Toll jetzt und eben diese LRR-Domäne hat. Nun, warum dieses Protein interessant ist, das können Sie jetzt noch gar nicht erkennen. Das wird sich später erweisen. Ich will Ihnen aber doch erläutern, weil das auch wichtig sein wird später, wie die Leute zu diesem RP105-Protein gekommen sind. Und das ist auch typisch für die Immunologie generell. Wenn man sich die B-Zellen ansieht, dann ist es so, dass die B-Zellen Signale bekommen von außen, die zur Apoptose führen oder auch Signale, die zur Proliferation führen. Und man möchte jetzt zum Beispiel natürlich wissen, welche Oberflächenproteine hat die B-Zelle, die bei dem Signalempfang Proliferation machen? Das ist ja eine sehr wichtige Frage. Und diese Frage ist der Hintergrund dieser Arbeit gewesen. Kann man solche Proteine systematisch finden? Und das kann man. Und der Hintergrund ist folgender. Man wusste, dass die B-Zellen, wenn sie ruhen, sehr empfindlich sind gegen kleine Dosis von Röntgenstrahlen. Es ist so, dass diese geringe Röntgenstrahldosis dazu führt, dass die B-Zelle das empfindet als Signal für die Apoptose. Also man bestrahlt die nicht mit Röntgenstrahlen, dass die irgendwie verbrennen oder in dem Sinne sind sie resistent. Man gibt etwas Röntgenstrahlen und die B-Zellen empfinden das als Signal für die Apoptose. Das ist charakteristisch. Und wenn die B-Zellen sich teilen, wenn die proliferieren, dann sind sie relativ unempfindlich gegen dieses Röntgensignal. Die ruhenden Zellen, die sind empfindlich gegen dieses Signal sozusagen. Das war der eine Teil, den man wusste. Und der andere Teil, was man auch wusste, ist folgendes. Diese Rezeptoren, hinter denen man ja hierher war jetzt, davon gibt es viele Rezeptoren, die Proteine der Klasse 1 sind, so wie diese Toll-Proteine. Das heißt, die haben eine extrazelluläre Domäne, eine Transmembrandomäne und eine intrazelluläre Domäne. Und da ist es so, wenn an der extrazellulären Domäne das Signal ankommt, dann kann das ja nicht direkt jetzt weitergeleitet werden durch Protein-Protein-Wechselwirkung in die intrazelluläre Domäne. Dazwischen ist ja die Membran und dazwischen ist ja nur diese eine kurze Transmembranregion. Und diese Übertragung ist also nicht möglich direkt. Und die Übertragung geschieht so, dass es praktisch immer so ist, dass die Bindung des Liganden an diese extrazelluläre Domäne dazu führt, dass diese Proteine dann oligomerisieren, typischerweise dimerisieren, im einfachsten Fall homodimer. Und diese Dimerisierung, die passiert natürlich auch in der intrazellulären Domäne und das ist das Signal, außen ist ein Ligand da und dann wird dadurch die Signalkette initiiert. Das ist der Trick. Und wenn man das noch berücksichtigt, dann kann man also sagen, es ist so, dass wenn man Antikörper macht, monoklonalen Antikörper zum Beispiel gegen diese extrazelluläre Domäne, dann führt der ja zur
Dimerisierung. Und diese Dimerisierung ist das Analoge zu dem Signal. Das ist das Tolle dabei. Das heißt, ich brauche das Signal gar nicht zu kennen. Ich nehme einen monoklonalen Antikörper, ich habe die Dimerisierung und ich habe das Signal. Das ist das Tolle an dem System. Und das haben die sich außerdem zunutze gemacht. Diese beiden Punkte. Die Tatsache, dass die ruhende Zelle ebenso außerordentlich empfindlich ist gegen dieses Röntgensignal und diesen Antikörper. Diese Antikörper, der Ersatz des Signals durch den Antikörper. Und da haben sie also Folgendes überlegt. Sie haben gesagt, gut, wir nehmen jetzt die B-Zellen, für die wir diese Proteine, die dieses Proliferationssignal abgeben, bestimmen wollen, diese B-Zellen, die geben wir in die Maus, die kommen aus der Maus, die geben wir in die Ratte und die Ratte macht Antikörper und wir nehmen die Milzzellen der Ratte, fusionieren die und machen dann Hybridome. Und jedes Hybridom, davon haben wir dann 2000 Stück gemacht, gibt einen eigenen monoklonalen Antikörper. Und jetzt suchen wir den monoklonalen Antikörper, der dieses gewünschte Signal gibt. Und das macht man folgendermaßen. Man sät jetzt aus 2000 kleine Rasen, Zellrasen von den B-Zellen, die man verwendet hat für die Immunisierung. 2000 ganz kleine Rasen. Und auf jeden Rasen gibt man den Überstand von einem Hybridom. Und das lässt man 10 Stunden inkubieren und dann binden die monoklonalen Antikörper an die Oberfläche. Und dann wäscht man das Ganze und dann behandelt man diesen Rasen mit einer ganz vorsichtigen Röntgendosis. Und die Folge ist ja jetzt die, wenn diese monoklonalen Antikörper normal gebunden haben sozusagen, nicht an solches Signal geben, dann sind diese Zellen sehr empfindlich gegen die Röntgenbestrahlung, denn sie reagieren ja durch Selbstmord. Wenn aber ich das Glück habe, dass in einem dieser Bohrungen ein monoklonaler Antikörper war, der jetzt an diesen Rezeptor gebunden hat, der dieses Proliferationssignal gibt, dann werden die resistent, die reagieren nicht mehr auf diese Röntgenbestrahlung und die wachsen. Und das heißt, ich muss also jetzt nur abwarten, nachdem ich also diese Antikörperinkubation gemacht habe und dieses Röntgensignal gegeben habe, welche Kulturen wachsen jetzt noch besonders gut und welche begehen eben weitgehend Selbstmord. Und siehe da, man findet wirklich einige 5 oder 6 Kulturen, die gut wachsen, trotz dieses Signals. Und das sind die Antikörper, die man haben wollte. Denn da sagt man, da ist wahrscheinlich dieses Proliferationssignal gegeben worden und das ist auch so. Und diese 6 monoklonalen Antikörper, die waren alle gegen das gleiche Protein gerichtet. Das war also ein Protein, was man daran erkannte und das ist dieses RP105-Protein. RP steht für Radioprotective. 105 ist 105.000 Dalton auf dem SDS-Gen. So ist das gemacht worden und so entdeckt man eben überhaupt in der Immunologie auf diese Oberflächenproteine. Und so hat man also RP105 entdeckt und das gibt eben ein Oberflächenmolekül, was in der B-Zellaktivierung aktiv ist. Und das hat man entdeckt ein Jahr vorher und hier hat man das kloniert und sequenziert und diese LRR-Eigenschaften davon entdeckt. Das ist also diese zweite Arbeit. Und jetzt als nächstes habe ich geschrieben, 1996 Lemaitre et al., das ist die Arbeit von Drosophila, die eben jetzt das ganze Bild grundlegend verändert hat und die ist die Basis dafür, dass man jetzt natürlich ganz anders auf dieses Tollproteine guckt. Und jetzt fragt man sich natürlich direkt, gibt es dieses Tollsystem auch im Menschen und spielt es im Menschen eben eine analoge Rolle? Und dieser Frage haben sich dann diese beiden Arbeiten hier zugewandt, die ich Ihnen erläutern will. Und insbesondere diese Arbeit erstmal natürlich jetzt von 1997, Metzitow et al. Die andere Arbeit ist etwas später veröffentlicht, die sind aber völlig parallel gemacht worden, unabhängig voneinander. Und diese erste Arbeit ist also Metzitow et al. Und das ist eine ganz berühmte Arbeit. Ich halte den Vortrag hier im Jahr 2016, da ist die ungefähr 6000 Mal zitiert. Der Titel der Arbeit heißt A Human Homologue of the Drosophila Toll Protein Signals Activation of Adaptive Immunity. Ein menschliches Homologes
des Drosophila Tollproteins signalisiert die Aktivierung der adaptiven Immunität. Das ist natürlich schon ein spektakulärer Titel. Er sagt erstmal, dass es so etwas gibt wie ein menschliches Homologes von Drosophila Toll und das aktiviert dann die Immunität, aber interessanterweise schritt hier die adaptive Immunität. Wenn man direkt von Drosophila zum Menschen gehen würde, dann würde man ja sagen, es aktiviert die angeborene Immunität. Aber hier steht im Titel die adaptive Immunität. Und in der Arbeit schreiben Sie aber und beweisen Sie, dass beide Immunitäten aktiviert werden. Die angeborene Immunität und die adaptive. Das könnte man auch im Titel schreiben. Aber Sie haben das im Titel also nur adaptiv geschrieben, um das besonders zu betonen. Aber der vollständige Titel würde also heißen Innate and Adaptive Immunity. Das schreiben Sie also ganz genau. Ja, das ist also jetzt die große Arbeit natürlich, bei der man jetzt von Drosophila zum Menschen geht und nicht nur jetzt zur angeborenen Immunität, sondern außerdem zusätzlich noch zur adaptiven Immunität. Das bedeutet natürlich schon was. Und die Arbeit will ich Ihnen natürlich jetzt genauer darstellen und ich will da mal etwas ausholen, muss ich sagen, um Ihnen den Zusammenhang nochmal zu erläutern, genauer. Die Autoren davon, das habe ich hier, muss ich nochmal ablesen, das ist Metzitoff, Paula Preston Hurlburt und Charles Janeway. Und der Janeway, das ist also einer von den ganz berühmten und ganz großen Immunologen dieser Zeit. Und der ist im Jahr 2003, also wenige Jahre später, dann im Alter von 60 Jahren gestorben. Wenn er länger gelebt hätte, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Nobelpreis für seine Arbeiten bekommen. Das hat er eben nicht erlebt. Und das ist also der letzte Autor und auf den Autor geht im Grunde die Sache wesentlich zurück, insbesondere dieses Wort Adaptive Immunity. Und das will ich Ihnen nochmal erläutern, wie das zu den historischen Hintergrund, wenn Sie so wollen. Und da muss ich etwas ausholen. Die Entwicklung der Immunologie, die kann man sehr gut ablesen an der Thematik der Symposien in Cold Spring Harbor. Cold Spring Harbor hat ja jedes Jahr ein Symposium über ein großes zentrales Ereignis in der Biologie, in der Molekularbiologie. Und alle 10 Jahre ungefähr hat man sich der Immunologie zugewandt. Und das erste Symposium über Immunologie war 1967 und dann entsprechend 77, 87, kann man ungefähr sagen. Stimmt nicht ganz genau, aber kann man ungefähr sagen. Das erste, in dem ersten Symposium, da war die Immunologie so, dass man gesagt hatte, das Zentrum ist dieses Y-förmige Antikörpermolekül und die klonale Selektion. Und das war die Immunologie im Kern. Und 10 Jahre später hat man wieder so ein Symposium veranstaltet und da sah die Situation anders aus. Da hatte sich das geändert. Man hatte erkannt, dass neben den B-Zellen, die ja hinter den Antikörpern steckten, noch die T-Zellen gebraucht wurden. Dass die Wechselwirkung zwischen B-Zellen und T-Zellen durch den MHC gesteuert wurde und man hatte die somatische Rekombination entdeckt. Es war also eine grundlegende, ungeheure Weiterentwicklung der Immunologie. Das habe ich Ihnen ja auch dargestellt. Das war also Mitte, Ende der 70er Jahre. Und nochmal 10 Jahre später, im Jahr 1989, da hat man wieder ein solches Symposium gemacht. Und da hatte sich das so weiterentwickelt, dass man also jetzt den T-Zellrezeptor ganz genau kannte und man wusste auch genau, welche Rolle die MHC-Moleküle spielen, denn man wusste, die MHC-Moleküle präsentieren jetzt Peptide. Und dieser Komplex, der wird also von den T-Zellrezeptoren erkannt. Das wusste man also dann in den Mitte der 90er Jahre. Und man hatte damals dann im Grunde das Gefühl, dass man damit die Immunologie im Grunde abgedeckt hatte in gewissem Sinne. Es gab unendlich viel Arbeit, aber die Prinzipien hatte man also mit dem T-Zellrezeptor und dieser Präsentation der Peptide also abgedeckt im Grunde.
Und in diesem Symposium 1989, da hat den Hauptvortrag, den großen Einführungsvortrag, der die Übersicht gegeben hat, der Genevieve gehalten. Das ist der letzte Autor von diesem Manuskript. Und der Genevieve, das ist natürlich eine große Ehre, diesen Übersichtsvortrag halten zu dürfen. Und der hat in diesem Übersichtsvortrag einen ganz neuen Blick auf die Immunologie gegeben. Und dieser neue Blick bestand darin, dass der gesagt hat, die Immunologie mit den Lymphozyten, über die wir jetzt immer bei Kurzbringhaber geredet und gearbeitet haben, das ist nur die Hälfte der Immunologie sozusagen. Die andere Hälfte der Immunologie ist eine Immunologie ohne Lymphozyten. Ist ja klar, musste es ja geben. Den Lymphozyten gab es ja nur bei den Wirbeltieren. Und diese Immunität ohne Lymphozyten, das ist also die andere Hälfte der Immunität, die viel ältere, die es überall gibt und die es auch beim Menschen und bei der Maus natürlich noch gibt. Und das ist also die andere Hälfte, und die Immunität besteht aus der Zusammenarbeit dieser beiden Teile. Und diese andere Immunität, das ist die Immunität, die beruht auf PRR, auf Pattern Recognition Rezeptor. Das war die große Vision, dass es eben PRR, Pattern Recognition Rezeptoren gibt, die eben molekulare Muster erkennt, die eben charakteristisch sind für das Fremde. Und daraus würde dann also diese andere Immunität, diese PRR-Immunität, oder darauf würde die aufgebaut sein. Das war die große Idee, die er auch hier vorgetragen hat. Dass die Immunität eben aus zwei Immunitäten sozusagen besteht, die zusammenarbeiten. Und die spitze, besonders spitze Formulierung, die er nun gemacht hat, zusätzlich ist, dass er gesagt hat, die lymphozytäre Immunität, die funktioniert nur, wenn vorher diese PRR-Immunität gearbeitet hat. Also die Wirbeltiere, die Maus und der Mensch, die diese lymphozytäre Immunität haben, die setzen die nur ein, wenn vorher diese PRR-Immunität gearbeitet hat. Wenn die nicht arbeitet, dann können sie diese andere Immunität gar nicht einsetzen. Das ist die spitze Formulierung, die er gewählt hat. Die natürlich in dieser Schärfe wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, jetzt also in dieser vollständigen Schärfe vielleicht nicht richtig ist, aber in der Praxis ist es natürlich so, dass diese Zusammenarbeit praktisch immer passiert, dass immer bei diesen ganzen Infektionen, die man hat, die erste, diese PRR-Immunität arbeitet und dann die PRR-Immunität eine sehr starke stimulierende, fördernde Wirkung auf diese Lymphozytenimmunität hat. Das ist also auf jeden Fall richtig. Ob sie die absolute Voraussetzung dafür ist, dass diese Lymphozytenaktivität überhaupt oder die Lymphozytenimmunität überhaupt stattfinden kann, das ist eine offene Frage. Aber das ist der historische Hintergrund, vor dem man diese Arbeit sehen muss. Und deswegen hat der Genevieve, der hier also der letzte Autor ist, großen Wert darauf gelegt, zu gucken, wird jetzt hier eigentlich in dieser, wenn man das von der Fliege auf den Menschen überträgt, wird dann in dieser Situation jetzt nur so, wie man das erwartet, diese PRR-Immunität aktiviert? Oder ist es so, wie der Genevieve das gehofft hat, wird auch die Lymphozytenaktivität aktiviert? Das war die große Hoffnung. Also das ist der Hintergrund dieser Arbeit, und deswegen steht hier eben adaptiv, weil man, das war die große Hoffnung, dass das auch aktiviert wird, nicht nur die PRR-Immunität, das war ja erwartet. Und das ist also der Hintergrund und die Bedeutung dieser Arbeit. Es ist also drei Punkte. Erstens, es gibt im Menschen diesen Toll-Rezeptor. Zweitens, dieser Toll-Weg, den es in Drosophila gibt, den gibt es auch im Menschen als PRR-Weg sozusagen, als PRR-Immunität. Und drittens, dieser PRR-Weg, der ist nicht das Ende der Geschichte, sondern außerdem wird diese lymphozytäre Immunität auch noch angeregt. Das ist also die großartige Baut. Wir sehen, das ist also eine fundamental wichtige Arbeit, und deswegen ist die natürlich auch so viel tausendfach zitiert. Ja, das ist zu der Bedeutung, und ich will jetzt sagen, was hier gemacht worden ist. Das sind nur zwei Seiten in Nature, also es ist nicht eine riesige Masse von Experimenten. Was hat man also gemacht? Man hat erstmal im Menschen eine,
ein homologes Protein für Drosophila toll gesucht. Und man hat nicht gewusst, dass es das schon gibt, der Nomura et al. Das wird nicht zitiert. Man sagt, ja, man weiß es offenbar nicht. Und was man jetzt also macht, man sucht ein Tollprotein im Menschen und das macht man so, dass man die TIR-Domäne, die TIR-Domänen von Toll, die man hatte, von anderen Proteinen, dafür hat man eine Konsensusdomäne geschrieben von den Aminosäuresequenzen und mit dieser Konsensusdomäne, da hat man ein menschliches Protein gesucht, was so eine Domäne enthält. Da ist man also auf die TIR-Domäne zurückgegangen und nicht auf diese LRR-Domäne und auch nicht auf das ganze Toll. Die LRR-Domäne wäre auch sehr ungünstig gewesen, weil LRR ist sehr häufig, gibt es in sehr vielen verschiedenen Proteinen. Und das wäre also auch nicht sehr klug gewesen. Also man hat diese TIR-Domäne, diese Konsensusdomäne gemacht und hat im Computer jetzt gesucht, gibt es eine solche protein-homologe Domäne im menschlichen Genom, im menschlichen Proteom. Und wie macht man das? Das macht man, indem man das laufen lässt gegen eine EST-Datenbank. EST, Klammer auf, H steht für Human, Human. Und EST, das ist hier natürlich jetzt ein sehr wichtiger Begriff, EST heißt Expressed Sequence Tag. Und das ist nichts weiter, als dass man cDNS-Sequenzen gesammelt hat in einer Datenbank. Messenger-RNS, abgeleitete cDNS-Sequenzen vom Menschen. Und überall auf der Welt wurden ja cDNS-Moleküle gemacht und sequenziert und man hat gesagt, 1993 hat man das gemacht, Sie werden sehen, wie wichtig das ist und welche große Rolle dieses EST-System spielt. 1993 hat man also gesagt, wir wollen alle diese cDNS-Sequenzen, die wir haben, sammeln in einer zentralen Datenbank und auch pflegen, sodass die überlappenden cDNS dann zusammengesetzt werden und wird dann gepflegt. Und außerdem hat man aber gesagt, wir möchten gerne auch ein cDNS-Molekül, ein DNS-Molekül selber haben. Entweder diese cDNS selber als nackte DNS oder als Plasmid eben in dem Polybakterium. Waren ja meist ampicillinresistent und dann konnte man die also züchten. Und das hat man also auch erbeten und davon hat man auch eine große Bank angelegt. Am Ende sind das Hunderttausende von Klonen gewesen. Und das hat man also gemacht und aus diesen Sequenzen, da kann man natürlich jetzt über den Leserahmen die Sequenzen in Eiweiß übersetzen und dann diese Datenbank nehmen und dagegen diese TIR-Domäne laufen lassen und fragen, gibt es in diesen Eiweißsequenzen, die ich aus diesem EST abgeleitet habe, eine Homologie? So ist das gemacht worden. Und siehe da, es gab eine Homologie und der Treffer war der Klon 202057. Und diesen Klon, den haben sie schicken lassen und im eigenen Labor davon eine ganze cDNS gemacht. Die üblichen Klone sind natürlich Teilsequenzen. Dieses System hier von Nomura mit den vollständigen cDNS, das ist natürlich eine Luxussituation. Also sie haben dann vollständige cDNS daraus gemacht und das ist H-Toll, dieses Protein, Human-Toll, vom offenen Leserrahmen her 841 Aminosäuren. Das ist natürlich schon mal ein großer Erfolg und wenn er auch nicht so groß ist, wie er hier dargestellt wird, denn es gab ja schon ein bekanntes Protein. Nun, in dieser Situation ist es jetzt so, dass man sagt, gut, wir haben jetzt also dieses H-Toll-Protein und da kann man zwei Fragen stellen. Man kann sagen, wodurch wird das jetzt eigentlich aktiviert? Was ist das Fremde, was da erkannt wird? Und das andere ist, was bewirkt diese Signal ankommt. Was geschieht als Reaktion darauf? Das Signal selber, das haben sie sich nicht zugetraut, das zu rekonstruieren. Das haben sie also gesagt, wissen wir nicht, was da ankommen soll. Das ist eigentlich etwas erstaunlich, muss man sagen, aber sie haben also gesagt, das versuchen wir nicht. Und das haben sie also erstmal liegen lassen und sie haben sich auf die andere Seite gemacht und eben gesagt, was passiert, wenn das Ganze erregt wird. Und nun ist die Frage natürlich die, wenn ich das Signal nicht kenne, wie soll ich dann messen, was passiert, wenn es erregt wird? Aber da gab es also folgenden Trick dabei. Die Drosophila-Forscher, die sich mit Toll beschäftigt hatten bei der Steuerung der Embryonalentwicklung,
die hatten ja schon entdeckt, dass es Tollproteine gibt, Mutanten gibt, die immer aktiv sind. Die haben wir ja auch schon verwendet, das habe ich Ihnen ja dargestellt. Und diese immer aktiven Proteine, die hat man studiert und man hat gesehen, dass diese dauernde Aktivität darauf beruhte, dass die extrazelluläre Domäne weitgehend deletiert war, zum Teil darauf beruhte, und insbesondere deletiert war der Teil bis hin zur Membran, bis zur Plasmamembran. Direkt vor der Plasmamembran, da hat das Protein so eine cysteinreiche Region, die muss auf jeden Fall weg. Und außerdem kann man das Ganze wegtun und durch irgendeine mehr oder weniger beliebige Domäne ersetzen. Hauptsache diese Domäne, diese cysteinreiche Domäne verschwindet. Das andere kann gleich mit verschwinden. Dann würde das Protein immer aktiv sein. Und das haben die sich jetzt zunutze gemacht und haben gesagt, gut, das wird bei den menschlichen Tollen nicht anders sein und wir nehmen diese ganze LRR-Domäne bis zu der Membran weg und ersetzen sie durch irgendwas, mit dem wir gut arbeiten können. Hauptsache, das andere ist weg. Hauptsache, diese cysteinreiche Domäne ist weg. Und das haben sie gemacht und sie haben außen angesetzt, hier jetzt diese LRR-Domäne ersetzt durch die extrazelluläre Domäne von CD4. Und die extrazelluläre Domäne von CD4, das sind vier solche Immunglobulin-Domänen. Ganz anders als dieses Tollprotein. Ganz anders. Aber das ist eine häufige Domäne, mit der kann man gut arbeiten. Die ist überall vorhanden, sozusagen auch als cDNS oder als DNS. Und dann haben sie also ein solches Konstrukt gemacht, was jetzt hier außen die CD4-Domäne hat. Dann ist das die Membran und innen natürlich das alles das, wie es früher war. Und das Protein war wirklich immer aktiv, denn das kann man dadurch sehen, dass man das jetzt transfiziert in eine Zelle. Das haben sie gemacht, eine stabile Transfektion in eine Zelle, und zwar die THP1-Zelle. Und das ist eine Zelle, die H-Toll exprimiert ist, und zwar ein Makrophage. MPHI ist eine häufige Abkürzung für Makrophage. Ich hatte ja nicht mehr so viel Platz und habe ich diese Abkürzung genommen. Und mit einer solchen Makrophage, der hat toll exprimiert, aber der Makrophage arbeitet ja nicht, denn er hat, denn dieses H-Toll hat ja keinen Ligand, das wird ja nicht aktiviert, das wird zwar exprimiert, aber es wird ja nicht erregt. Und deswegen ist es sozusagen ruhig und die Signale werden auch nicht ausgesandt in der Zelle. Und in einen solchen Makrophagen hat man jetzt also dieses dauernd aktive Konstrukt transfiziert. Wenn man gewusst hätte, wie man dieses endogene Molekül hier reizen will, dann hätte man das machen können. Aber man wusste das nicht, wie man das macht. Und deswegen hat man also stattdessen dieses dauernd aktive Molekül zusätzlich da reingegeben. Und dann hat man gesehen, was passiert jetzt. Und was passiert, das habe ich jetzt darunter geschrieben. Expression, ich hatte nicht genug Platz, Expression von Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 8, B71 und NF-kappa-B. Das haben sie alles gefunden. Das ist gemacht mit RT-PCR. Das heißt, man nimmt die Messenger und nimmt sich geeignete Primer, die man bereit hat, und macht eben damit die RT-PCR und guckt, ob man ein Produkt kriegt. Und in der Kontrollzelle, ohne diese stabile Transfektion, da kriegt man kein Signal aus der RT-PCR. Und wenn man diese transfizierte Zelle nimmt, dann kriegt man eben das Signal. Und dann kriegt man eben dieses RT-PCR-Produkt. So kann man das im Grunde ganz leicht messen. Und diese ganzen Messenger, die werden also gemacht. Und das muss man jetzt interpretieren, was das bedeutet. Das sind ja jetzt drei ganz verschiedene Produkte. Interleukine, das sind ja sezernierte Proteine. B71, das ist ein Protein, was auf der Membran des Makrophagen exprimiert wird. Und NF-kappa-B ist der berühmte Transkriptionsfaktor, der in den Kern geht und die Genexpression steuert. Und jetzt muss man das interpretieren im Sinne, wird hier eben diese Pattern Recognition Immunität aktiviert und wird die Immunität über die Lymphozyten aktiviert. Letzteres war eben der zusätzliche große Wunsch. Und das musste man jetzt im Einzelnen alles durchgehen, was bedeutet. Das will ich nicht machen. Ich will also sagen,
Ich will Ihnen Interleukin 1 erläutern und B7-1. Interleukin 1 ist das klassische Interleukin für die Immunität im Sinne dieser PRR-Immunität, der angeborenen Immunität. Das erste Interleukin, was überhaupt entdeckt worden ist, wenn das ins Blut gelangt, systemisch, dann führt es zum Fieber, weil dann im Hypothalamus die Temperaturregulation verstellt wird. Und lokal ist es so, dass der Makrophage das abgibt und in den kleinen Gefäßen in der Nachbarschaft führt dieses Interleukin dazu, auf einem ganz komplizierten Weg mit vielen, vielen Schritten, dass aus dem Blut Leukozyten auswandern und direkt in die Nachbarschaft dieses Makrophagen auswandern und da eben auch als Phagozyten tätig werden, sodass der Makrophage sich gleichsam über das Interleukin 1 lokal Hilfe holt. Das ist eine ganz komplizierte Biochemie natürlich und Molekularbiologie, die dahinter steckt, aber das ist eben klassisch. Das wäre also die Induktion, die Verwendung für die Aktivierung dieser angeborenen Immunität. Und der andere Punkt, der entscheidende Punkt ist jetzt hier die adaptive Immunität. Wo steht die hier? Die steht hier bei B7-1. Das ist der Witz. Deswegen ist das genau getestet worden. Und das muss ich Ihnen jetzt erläutern, wieso B7-1 jetzt die adaptive Immunität bedeutet. Dazu muss ich auch etwas ausholen wieder. Der Makrophage, der war ja ursprünglich, hat man also gesagt, der Makrophage, der phagozytiert ein Bakterium. Und dann verdaut er die Proteine und präsentiert Peptide an der Oberfläche in einem Komplex mit dem Klasse-2-Protein. Und dieser Komplex, der wird erkannt von der T-Helferzelle. Die werden zusammengebracht und die T-Helferzelle erkennt also diesen Komplex durch den T-Zellrezeptor und das CD4-Protein. Dass das CD4 hier ist, ist reiner Zufall. Also das hätte man auch was anderes nehmen können. Das hat hier nichts mit zu tun. Der erkennt das also durch das CD4-Protein und den T-Zellrezeptor. Und dann, sagt man, dann kommt diese Proliferation zustande. Die Geschichte ist richtig, aber sie ist nicht vollständig. Man hatte also gesehen, das hat man also schon in den 10 Jahren, jetzt im Laufe dieser Jahre, vor 1997 gesehen, in den 90er Jahren war das ziemlich genau bekannt, man hat gesehen, dass Folgendes noch passiert. Der Makrophage, der nimmt das Bakterium auf und aufgrund dieser Aufnahme macht er aber noch was anderes. Der exprimiert B7-1 auf der Oberfläche, das ist das gleiche wie CD80, das habe ich hier geschrieben. Das macht er außerdem, nur wenn er arbeitet. Und das heißt also, der Makrophage, der jetzt arbeitet, präsentiert auf der Oberfläche CD80 und die Helferzelle, die hat ein Protein, mit dem sie dieses CD80 erkennt. Das ist CD28, das habe ich hier geschrieben, CD28 auf T. Und dieses CD28-Protein, das hat die Helferzelle immer. Und das heißt jetzt also so, dass bei dieser Wechselwirkung zwischen der Helferzelle und dem Makrophagen nicht nur der T-Zellrezeptor das Target erkennt, sondern dass auch CD28 ein Target, nämlich CD80 auf dem Makrophagen erkennt. Und nur wenn beide Erkennungen stattfinden, dann arbeitet die T-Zelle, dann proliferiert sie. Und das ist also das, was sie machen soll. Sie soll ja proliferieren und das macht sie nur, wenn sie also beide Signale erkennt. Und das hatte man also erkannt. Und deswegen ist es also so, dass wenn man hier sehen kann, dass der Makrophage B7-1 vielleicht CD80 exprimiert, dann bedeutet das, dass der Makrophage sich auch sozusagen wendet an die Helferzelle, an die T-Zelle. Und deswegen ist das eben der entscheidende Punkt und deswegen steht hier Adaptive Immunity und nicht nur eben Innate Immunity. Hier würde man also schreiben für IL-1 Innate Immunity erstmal. Und das ist also der Hintergrund. Und das ist also diese überaus wichtige Arbeit und man sieht, mit dieser Arbeit geht man also jetzt von der Fliege zum Menschen und man geht nicht nur von der angeborenen Immunität der Fliege zu der angeborenen Immunität des Menschen, sondern geht auch zu der lymphozytären Immunität des Menschen.
Also ungeheuer wichtig. Ja, das ist das, was ich Ihnen zu dieser Arbeit sagen wollte. Und dann habe ich noch zwei Arbeiten, die ich Ihnen erläutern will. Das nächste ist 1998, Rock et al., also wie gesagt, parallel, völlig parallel gemacht. A Family of Human Receptors, Structurally Related to Drosophila toll. Eine Familie von menschlichen Rezeptoren, die strukturell verwandt ist zu Drosophila toll. Das kann ich relativ kurz abhandeln im Grunde. Man hat also jetzt gesagt, wenn in Drosophila dieses Tollprotein ist, vielleicht gibt es solche Tollproteine, so ein Tollprotein oder andere Tollproteine im Menschen. Und man hat gewusst, dass hier der Nomura so ein Protein schon entdeckt hat und man hat gesagt, vielleicht finden wir aber noch mehr davon. Und das hat man hier gemacht und man ist also hergegangen und hat diese Sequenz von dem Nomura D13637 im Computer gegen EST human genau wie hier laufen lassen. Man hat also diese Proteinsequenz von dem Nomura laufen lassen gegen diese EST-Datenbank. Genau die gleichen EST-Datenbanken wie hier. Auch EST als Proteine. Und dann hat man gefragt, gibt es Homologien? Und siehe da, man hat eine ganze Reihe von Treffern jetzt gefunden in dieser EST-Datenbank. Von dem Konsortium, was das gesammelt hat. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Das hieß Image-Konsortium, das ist ein Akronym. Und was diese EST-Sequenzen gesammelt hat und auch die Klone gesammelt hat. Und also man hat also die Treffer von diesem Image-Konsortium, von dem Image-Konsortium kommen lassen und darunter auch diesen Klon 2020-57. Der war auch dabei. Aber es waren noch mehr dabei. Und dann hat man vollständige cDNS gemacht aus diesen Teilen mit dieser Lambda-GT10-Spezialmethode, die ich jetzt nicht erläutern will. Und hat also dann vollständige Sequenzen gehabt und hat von denen die Leserahmen gesehen und hat gesehen, da sind Tollproteine dabei. Man hat, also das habe ich geschrieben, man macht dann die vollständigen Sequenzen und hat dann eine Familie von 5 Tollproteinen gefunden auf diese Weise. Und alle außen LRR, dann hier die Membran und TIR und alle verwandt eben mit diesem Original Protein von dem Nomura. Und die hat man durchnummeriert und dieser Klon 2020-57, den ich hier erwähnt habe, der ist TLR4 geworden. Der hat also den Namen TLR4 bekommen. Und das ist ja der gleiche Klon, wie wir Metzitov verwendet haben. Deswegen habe ich den hier so farbig unterlegt. Und Sie sehen also, man sieht daran, hier ist der also als TLR4 benannt worden und das Metzitov haben mit TLR4 gearbeitet. Das ist H-Toll ist 2020-57 und das ist TLR4. Das ist also der Kern dieser Arbeit, der jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist. Der Arbeit hat man auch versucht, die TIR-Domänen mit Computermethoden und molekularen Modellierung zu analysieren in der Raumstruktur, also die Röntgenstruktur zu umgehen und zu ersetzen durch so molekulare Modellierung. Das will ich alles natürlich hier nicht erwähnen, das spielt in dem Zusammenhang ja keine Rolle. Aber es ist klar, es gibt im Menschen also eine ganze Familie von solchen Proteinen und insbesondere eben diesen Klon 2020-57, das ist das gleiche wie H-Toll und das ist das gleiche wie TLR4. Und das ist also diese Arbeit, die ich noch erwähnen will. Und dann, sehr wichtig, wird noch eine Arbeit, warum die wichtig wird, das können Sie erst später sehen, eine Arbeit auch vom Jahre 1998, aus dem gleichen Jahre wie diese, Miyake et al., ist die gleiche Sache wie hier, die gleiche Arbeitsgruppe wie hier, Miyake et al., der Titel heißt MAUS-MD1, A molecule that is physically associated with RP105 and positively regulates its expression. MAUS-MD1, ein Molekül, das physikalisch assoziiert ist mit RP105 und das die Regulation der RP105-Expression positiv reguliert. Und entscheidend ist dabei, dass man also sieht, dass an diesem RP105-Protein
was dieses Proliferationssignal abgab, dass daran gebunden ist ein anderes Protein, MD1. Das entdeckt man natürlich, wenn man Immunpräzipitate macht mit monoklonalen Antikörpern, dass in den Präzipitaten eben nicht nur RP105 ist, sondern auch ein anderes Protein, MD1. Warum das Ganze wichtig wird, diese Arbeiten hier mit RP105 und MD1, das können Sie jetzt noch nicht sehen, das werden Sie erst in der Zukunft sehen. Aber ich habe das hier chronologisch angeordnet. Gut, das ist also jetzt der Weg, den man macht, wenn man sagt, wir beziehen uns auf den Lemaître. Und das tun die ja alle hier, sagen wir, insbesondere der Metzitov, aber die anderen machen das natürlich auch, nur weil der Lemaître eben diese Immunität in Drosophila gefunden hat damit. Also wenn man sagt, wir gehen jetzt versuchen von Drosophila in den Menschen zu gehen, das ist der Kern der Sache, dass man in Drosophila das Tollsystem hat und man sagt, finden wir das auch im Menschen. Und das sind diese Arbeiten. Und es gibt aber auch einen ganz anderen Weg zu diesem Tollsystem im Menschen. Und diesen Weg, den will ich Ihnen mit diesen beiden hier grün markierten Arbeiten vorstellen. Und das will ich machen, nachdem ich eine kurze Pause gemacht habe. Gut, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen also jetzt diesen Weg hier oben dargestellt und das war ja die Übertragung der Ergebnisse aus der Fliege auf Maus oder Mensch. Und es gibt einen ganz anderen Weg, auf dem man auch unabhängig davon auf dieses Tollsystem im Menschen stößt. Und dieser Weg, der ist gegangen worden von dieser Arbeitsgruppe hier, Polterock et al., und hat im Jahre 1998 zum Erfolg geführt. Also wenn Sie das chronologisch sehen, dann mündet dieser Weg eben jetzt im Jahr 1998 in dieses System ein, obwohl er eben von einer ganz anderen Ausgangsposition kommt. Und woher er kommt, das sehen Sie am besten, wenn ich Ihnen den Titel dieser berühmten Arbeiten vorlese, 1998 Polterock et al., Defective LPS Signaling in C3HHEJ, NC57BL, 10 SCCR Mais, Mutations in TLR4 Gene. Es geht also um defektes LPS-Signalisierung, das heißt die defekte Erkennung von LPS. LPS steht für Lipopolysaccharid und das ist das gleiche wie Endotoxin. Also es ist ein Defekt in der Endotoxin- oder LPS-Erkennung und in diesen beiden Mäusestämmen. Und dieser Defekt, die Ursache dieses Defektes hat man hier gefunden. Und das war Mutation in dem TLR4-Gen. Und das ist also der ganz unabhängige Weg zu dieser Rolle der TLR-Gene und TLR-Proteine in der Erkennung von Fremdsubstanzen. Und ich wollte Ihnen diese Arbeit eigentlich anhand dieser Zeilen hier vorstellen, aber ich habe gesehen, dass es doch viel einfacher ist, wenn ich eine Einhängetafel mache und die ich Ihnen hier dann gleich hier da reinkleben werde. Ich wollte vorher noch sagen, der letzte Autor dieser Arbeit hier, der Beutler, der hat also im Wesentlichen für diese Arbeit und die Folgearbeiten dann ein Viertel eines des Nobelpreises im Jahre 2011 bekommen und ein weiteres Viertel hat der letzte Autor dieser Arbeit bekommen, der Hoffmann. Und die Hälfte dieses Nobelpreises, die hat der Steinmann bekommen für die Entdeckung der Rolle der dendritischen Zellen in der Immunität. Und Sie sehen also aber, wie ungeheuer bedeutsam diese beiden Arbeiten hier von Lemaître et al. Und Polterock et al. Sind. Gut, also ich will Ihnen diese Arbeit anhand dieser Einhängetafel erläutern. Und das ist leichter für mich und auch für Sie, das zu verstehen. Diese Arbeit von dem Polterock, diese Arbeit hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, über 100 Jahre.
Und die will ich Ihnen in Stichworten erläutern. Sie sehen daraus, wie das Ganze eben eine zusammenhängende, in gewissem Sinne zwingende Entwicklung ist. Und die Vorgeschichte, der Ursprung dieser Geschichte, sind die Jahre 1884 folgende in Berlin im Institut von Robert Koch. Ich habe geschrieben Cholera-Immunität und das Pfeiffer-Phänomen. Der Koch und seine Mitarbeiter, die hatten ja den Choleraerreger entdeckt in großen Expeditionen in Ägypten und in Indien. Und man hat sich dann natürlich um die Immunität, die Cholera-Immunität gekümmert, und das hat insbesondere der Pfeiffer gemacht. Und der Pfeiffer hatte ja Cholera-Bakterien mit Immunserum gemischt, Cholera-Immunserum. Und diese Mischung im Reagenzglas, die war ja für die Cholera-Bakterien nicht wirklich schlecht gewesen, schädlich gewesen. Die waren ja nach kurzer Zeit weiter gewachsen. Wenn man diese Mischung aber in die Bauchhöhle von einem Meerschweinchen injizierte, dann war es ja so, und das war das Pfeiffer-Phänomen, dass diese Bakterien lysiert wurden. In 15 Minuten waren die lysiert. Und das geschah aber nur in der Leibeshülle, in der Bauchhülle des Meerschweinchens. Das Meerschweinchen musste was dazu tun, und was das war, das hatte man ja in Paris entdeckt, das habe ich hier geschrieben, das war das Komplement. Die Geschichte war aber damit noch nicht zu Ende, denn man würde ja sagen, wenn das Meerschweinchen jetzt diese Bakterien tötet, dann sollte das Meerschweinchen ja im Grunde schnell genesen. Das war aber das Gegenteil der Fall, das Meerschweinchen, das starb unter einem generalisierten Krankheitsbild. Das war im Grunde ja erstaunlich. Und man hat also in Berlin dann die Tiere seziert und mikroskopisch anatomisch untersucht und gesehen, dass es eine generalisierte Erkrankung ist. In all diesen verschiedenen Systemen, die man in der Lunge, in der Milz, in der Darm, überall gab es also Krankheitserscheinungen. Und es war so, als wenn im Grunde eine generalisierte Vergiftung stattgefunden hätte. Aber die Vergiftung hatte erst stattgefunden, wenn die Bakterien abgetötet wurden. Ganz anders als bei den Giften, die man vorher analysiert hatte, Diphtherie oder Tetanus, da waren das ja die lebendigen Bakterien, die diese Gifte machten. Hier war es so, als wenn das tote Bakterium auf einmal giftig würde. Und das war auch so, denn der Pfeiffer hat also die toten Bakterien genommen, die er selbst abgetötet hatte, und die in die Bauchhöhle injiziert, und diese Bakterien waren auch giftig. Es war so, als wenn die toten Bakterien erst ein Gift sozusagen abgeben würden. Das konnten sie ja nicht durch Biochemie machen, also durch Synthesen machen. Das konnten sie ja im Grunde nur im Rahmen eines Zersetzungsprozesses machen. Und so sah das aus. Und dieses Gift, was auf diese eigenartige und besondere Weise entstand, das hat der Pfeiffer Endotoxin genannt. Im Gegensatz zu den Exotoxinen wie Diphtherie oder Tetanusgift. Und das ist also die Entdeckung des Endotoxins und durch den Pfeiffer. Und dieses Endotoxin, das haben sich natürlich auch die Franzosen in Paris angesehen, und die haben dann zwei sehr wichtige Entdeckungen gemacht. Das habe ich geschrieben, 1906. Besretka in Paris, er hat ein lösliches Endotoxin gewonnen. Er hat also jetzt ein lösliches Material von den Bakterien extrahieren können, was diese endotoxische Wirkung hatte. Es waren also nicht die Bakterien, sondern er konnte ein lösliches Material davon extrahieren, und er konnte gegen dieses Material auch Antikörper produzieren. Das hatte man in Berlin auch nicht gekonnt. Man hatte verschiedene Immunisierungsschemata verwendet, und der Besretka hat also Folgendes gemacht. Er hat in einem Pferd kleine Mengen von Bakterien, lebendige oder tote Bakterien, das war egal, konnte man beides nehmen, kleine Mengen im Abstand von 14 Tagen, alle 14 Tage, ein halbes Jahr lang injiziert, und dann hat er dieses Pferd im Serum Antikörper gegen dieses Endotoxin. Und auf diese Weise musste man das machen. Und man musste kleine Mengen nehmen, denn wenn man größere Mengen davon nahm, von dem Endotoxin, dann kriegte das Pferd sehr hohes Fieber, und das war also gefährlich. Das musste man also in dieser kleinen Dosis machen. Sie sehen ja, was hinter dem Fieber steckt. Heute würde man sagen, dahinter steckt natürlich die Synthese dann von dem Interleukin 1. Und so würde man also sehen, dass damals eben schon das Fieber eben als Schlüsselsymptom hier auch durch das Endotoxin hervorgerufen wurde. Ja, das ist also der Weg, auf dem der Besretka dann also dieses
Antiseren sogar gemacht hat. Das war also natürlich eine neue Stufe in dieser Entwicklung als lösliches Endotoxin, gegen das man also sogar Antiseren machen konnte. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Endotoxin eine gemeinsame Eigenschaft war von den gramnegativen Bakterien. Im Jahr 1884, im gleichen Jahr wie hier, da hatte in Dänemark der Gram die Gramfärbung entwickelt und man konnte die Bakterien in grampositive und gramnegative Bakterien einteilen. Und was dahinter steckt, wusste man natürlich nicht. Das ist noch eine, was genau hinter der Färbung steckt, wusste man nicht. Aber es war eben so, die gramnegativen Bakterien, die hatten dieses Endotoxin. Das war eine Beobachtung, die man dabei machen konnte, die grampositiven nicht. Und in Summe konnte man dann weiter natürlich sagen, kleine Mengen Endotoxin gibt die Immunität, siehe der Besretka, und große Mengen Endotoxin gibt Sepsis und Schock, tödliche Krankheitsbilder. Und das war also die Situation. Und Sie sehen, das ist natürlich jetzt ungeheuer wichtig, denn man hat gesehen, dass das Krankheitsbild, was durch diese überwältigende bakterielle Infektion ausgelöst wurde, denken Sie an den Ersten Weltkrieg, wo ja solche Krankheitsbilder häufig waren, dass das identisch war mit dem Effekt von dem Endotoxin. Also wenn man verstehen würde, wie das Endotoxin arbeiten würde, dann würde man die Pathogenese dieser septischen Erkrankung und des septischen Schocks haben. Das war natürlich von ungeheurer Bedeutung. Und im Ersten Weltkrieg gab es ja keine Antibiotika. Sie sehen also, welche praktische Rolle das gespielt hat, natürlich dieses Krankheitsbild. Gut, das war also natürlich überaus bedeutend, dieses Endotoxin. Und man hat dann natürlich dies chemisch untersucht und darauf will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Ich habe dann 1954 erst wieder geschrieben, eine berühmte Arbeit von Westphal und Lüderitz, in der also die chemischen Ergebnisse zusammengefasst werden, aus den ganzen Jahrzehnten Erfahrung von den ganzen Laboratorien, auch die eigenen Arbeiten natürlich. Der Titel heißt Chemische Erforschung von Lipopolysacchariden gramnegativer Bakterien. Und man kann sagen, ganz kurz, Endotoxin ist ein Lipopolysaccharid. Eine Verbindung von Lipiden und Polysacchariden, also ohne Proteinkomponente. Man konnte das Lipopolysaccharid fraktionieren, zerlegen durch Säure zum Beispiel und andere Methoden in Fragmente, und die Fragmente konnte man auftrennen und die Bausteine der Fragmente konnte man charakterisieren, welche Zucker sind da drin, welche Fettsäuren sind da drin, Protein ist ja nicht da drin. Und das ist also natürlich eine riesige Menge von Informationen. Und ganz besonders wichtig ist der letzte Punkt. Ich habe geschrieben, Lipid A als Träger der biologischen Aktivität. Das heißt, man konnte ein Fragment isolieren, was die gesamte Fettsäure, was alle Fettsäuren enthielt. Und dieses Fragment, das war der Träger der biologischen Aktivität. Und das ist in dieser Arbeit beschrieben worden. Und zwar dadurch, dass man Folgendes gemacht hat. Wenn man dieses Fragment, das die Lipide enthält und von den Kohlenhydraten nur sehr, sehr wenig, nur einen ganz kleinen Teil, einen spezifischen Teil dieser Kohlenhydrate, wenn man dieses Fragment injiziert in das Tier, dann ist das harmlos. Aber wenn man dieses Fragment koppelt an einen inerten Proteinträger, dann bekommt man damit die typische Endotoxinwirkung. Und die Ursache dafür ist die, dass das Lipid A als Lipid unlöslich ist oder schlecht löslich im Blut und im Serum. Und die Löslichkeit wird erst hergestellt durch diese Kopplung an das Protein. Und dann bekommt es eben diese biologische Aktivität, die klassische Endotoxinaktivität. Das ist also diese Schlüsselentdeckung, dass das Lipid A Träger der biologischen Aktivität ist. Das wird in dieser Arbeit beschrieben. Ja, man kann also sagen, gut, wenn man da ist, werden die Chemiker natürlich jetzt die Struktur aufklären. Die Bausteine haben sie ja, sie müssen jetzt nur die Verknüpfung aufklären. Das ist in den nächsten 30 Jahren passiert, 1954 bis 1984, Aufklärung der Struktur von LPS und chemische Synthese von Lipid A. Das Lipid A ist gar nicht so kompliziert, das kann man chemisch sogar im Reagenzglas synthetisieren, das ist im Jahr 1984 geschehen. Und ich habe Ihnen jetzt also hier eine stark schematische Darstellung der Oberfläche von gramnegativen Bakterien dargestellt, die also schon sehr gut war, im Prinzip aus dem Jahr 1984.
Und ich habe Ihnen also hier dieses so piktografisch, wenn Sie so wollen, aufgezeichnet. Und die Oberfläche sieht also folgendermaßen aus. Sie müssen sich hier unten vorstellen, die Plasmamembran von dem Kolibakterium. Die habe ich nicht gezeichnet. Da wäre die Atmungskette drin und die ganzen Transportproteine und alles. Und die Kolizelle würde ja platzen, osmotisch platzen. Die braucht also eine feste stabilisierende Hülle. Und das ist diese Peptoglykanstruktur, der Sacculus, ein Sack, der da drum ist. Und dieses habe ich Ihnen hier gezeichnet. Das Rote hier, das soll ein, dieser Rot mit dem Kreuz dazwischen, das soll ein senkrechter Schnitt sein durch eine lineare Kette von Kohlenhydrat. Und diese Kette, die ist hier durchgeschnitten. Und Sie gucken auf den Schnitt und dieses Kohlenhydrat, diese Kette, die umgibt das Kolibakterium, eine Kette, wie ein Bindfaden, ein Paket. Ein Bindfaden, ein Paket. Und das wäre also der Schnitt. Und dann hätte man so parallel diese Bindfäden da rum und die sind hier horizontal verbunden, überall durch kleine Peptidbrücken. Das ist hier blau gezeichnet. Und dieses System, das ist eben der Sacculus. Morphologisch und chemisch ist das Peptidoglykan. Glykan sind die Kohlenhydrate und Peptido sind die Peptide. Und das gibt die Stabilität. Und daran gebunden ist das, was hier so wie eine Gabel aussieht, hier in meiner Zeichnung. Das ist das Murein-Lipoprotein, ein Lipoprotein. Und das habe ich also so gezeichnet. Und das ist der C-Terminus und das soll der N-Terminus sein. Und am N-Terminus sind drei Fettsäuren gebunden. Und dieses Protein, das ist hier gebunden an diesen Sacculus und zwar an diesen Brückenteil in dieser Zeichnung. Es gibt es aber auch ohne diese Bindung an diesem Rückenteil sozusagen frei. Hier habe ich jetzt also frei gezeichnet und hier gebunden. Das ist also dieses Murein-Lipoprotein. Und dazwischen wird das aufgefüllt zu einem vollständigen Lipid-Layer, Monolayer, durch einzelne Lipide hier. Das sollen diese Fettsäuren oder einzelne Lipide, die ich hier als senkrechte Striche gezeichnet habe. Dann entsteht dadurch dieser Monolayer. Das ist der innere Teil. Und der äußere Teil, der hat hier einen analogen Monolayer. Und da drin steckt nun auf diese Weise, wie ich es hier gezeichnet habe, dieser Komplex, das Endotoxin. Das ist das Grüne, das Gelbe und das Rote zusammen ist also das Endotoxin. Und das ist das LPS, das Lipopolysaccharid. Und das hat also drei Teile. Diesen inneren Teil, das ist das Lipid A. Das habe ich hier geschrieben. Grün ist Lipid A, gelb ist ein Teil R und so rosa ist ein Teil O. Das Lipid A, ein Polysaccharid R und ein Polysaccharid O. Und das Lipid A ist also der Teil, der die ganzen Fettsäuren enthält und das ist recht einfach aufgebaut. Das hier ist ein Molekül Glucosamin, das ist ein zweites Molekül Glucosamin und an diesen beiden hängen also hier diese Fettsäuren, die ich so nach unten gezeichnet habe. Eine Fettsäure, die zweite Fettsäure, die dritte und die vierte. Und hier ist es so, dass diese Fettsäuren, diese beiden hier an der Seite jeweils eine Hydroxylgruppe haben. Und an dieser Hydroxylgruppe hat man noch eine andere zweite Fettsäure verästert. Dadurch entsteht dann dieses H. So habe ich das als H gezeichnet. Und das ist also im Grunde eine einfache Struktur. Hier sind die beiden Zucker noch phosphoryliert. Das ist das Lipid A. Und dann kommt man hier eben zu einem Kohlenhydratanteil R und der ist variabler. Dieses ist sehr homogen für die verschiedenen Endotoxine. Wenn Sie 200 verschiedene gramnegative Bakterien analysieren, dann ist das sehr ähnlich. Das ist sehr viel variabler und O ist sehr variabel. Davon gibt es tausende von verschiedenen Strukturen. Das sind also ist auch eine reine Kohlenhydratstruktur. Und das ist also dieses Piktogramm, wenn Sie so wollen, was aber für unsere Zwecke jetzt völlig ausreicht, von der Oberfläche, von der äußeren Wand, von dem Kolibakterium. Und das habe ich hier nochmal geschrieben. Lipid A ist die toxische Komponente des Endotoxins und es ist auch, das ahnen Sie ja jetzt schon, das molekulare Muster der Erkennung. Wenn man mal so eine Mustererkennung ins Auge fasst, dann ist das Muster. Das ist all diesen gramnegativen Bakterien gemeinsam. Das ist ja ungeheuer verschieden zwischen den Molekülen. Und das gibt es eben auch nur in den Bakterien und nicht in den Eukaryotenzellen. Und das andere Muster, was man hier drin sehen kann, das ist dieses Peptidoglykan oder Fragmente von dem Peptidoglykan
Das ist auch sehr homogen in den verschiedenen Bakterien und es gibt es auch in den eukaryoten Zellen nicht. Das wären also, man ahnt hier sozusagen jetzt zwei Muster, die man erkennen kann als fremd, als das Fremde. Deswegen habe ich Ihnen dieses Piktogramm so aufgezeichnet. Die nächste Arbeit, die ich erwähnen will, ist 1989. Jane Avedi hatte ich oben ja schon mal erwähnt. Das ist der Einleitungsvortrag von dem Cold Spring Harbor Kongress, in dem er vorgeschlagen hat, dass es eben so molekulare Muster gibt und für die Muster eben diese PRR, diese Pattern Recognition Receptors. Und er hat damals in dem Vortrag schon gesagt, dass das LPS, also ein idealer Musterlieferant sein würde. Und das war natürlich eine geniale Voraussicht 1989 und das hat sich ja aber dann immer mehr bewahrheitet und bei den weiteren Untersuchungen. Und ja, das ist also diese chemische Situation, wenn Sie so wollen. Und um jetzt diese Arbeit von Polchorak zu verstehen, die Suche nach dem Rezeptor für das Lipopolysaccharid, da muss man jetzt natürlich sagen, wir müssen jetzt überhaupt feststellen, dass es einen Rezeptor dafür gibt und einen Rezeptor. Das ist der Kern der Sache jetzt. Und das hat man festgestellt in den Jahren 68 bis 78, 1968 bis 1978. Das habe ich geschrieben. LPS-resistente Mäusestämme hat man entdeckt. Das ist jetzt der Schlüssel. Und zwar die beiden Stämme C3HHEJ und C57BL10CR. Das waren also Inzuchtmäuse, die hatte man aus irgendwelchen Gründen gemacht. Und man hatte diese Mäuse dann auch getestet auf LPS-Empfindlichkeit, aus anderen Gründen auch. Und dabei hatte man also erstaunlicherweise gemerkt, dass es diese beiden Mäusestämme gab, die jetzt LPS-resistent waren. Und das heißt, die vertrugen also die 40-fache Dosis von LPS. Und vollständig resistent sind diese Tiere natürlich nie, aber sie vertrugen eben diese 40-fache Dosis. Und danach hatte man nicht gesucht nach diesen Stämmen, das hatte man gefunden. Und die Vererbung dieser Eigenschaft hat man jetzt natürlich analysiert. Und man hat gesehen, dies vererbt sich so, als gäbe es einen LPS-Rezeptor, der defekt ist. Diese Resistenz würde auf dem Defekt dieses LPS-Rezeptors beruhen. Das habe ich geschrieben. Die Vererbung sieht so aus, als gäbe es ein LPSD. D steht für Defekte, LPS-Defekt, Erkennungsdefekt. Ein LPSD-Gen wie für einen LPS-Rezeptor. Und das bedeutet Folgendes, Sie würden sagen, Sie haben diese Mäuse hier, die würden Sie, wenn das so ist, ja jetzt bezeichnen als minus minus. Das sind ja Inzuchtstämme, die sind ja reinerbig. Die sind also für den Defektor, für den Rezeptor minus minus. Und die Wildtypstämme, die sind plus plus. Und wenn Sie diese plus plus und minus minus jetzt Paare verkreuzen, dann würden Sie sagen, Sie würden voraussagen, alle Nachkommen sind plus minus und alle sind gleich und alle sollten also LPS erkennen. Und genau das ist es. Genauso finden Sie das. Und wenn Sie diese Generation, die F1-Generation, wieder untereinander verpaaren und die F2-Generation machen, dann würden Sie sagen, dann verpaaren Sie ja jetzt plus minus gegen plus minus. Und was Sie bekommen, ist also dann ein Viertel plus plus, ein Viertel minus minus und ein halb plus minus. Und das ist genau das, was Sie bekommen. Sie bekommen nämlich dann ein Viertel der Nachkommen, die wieder minus minus sind und LPS-resistent sind. Also eine ganz einfache Vererbung, die Ihnen zeigt, es gibt so etwas wahrscheinlich wie diesen LPS-Rezeptor. Und das kann man auf den Makrophagen ganz genau erkennen. Die Makrophagen dieser Mäuse, die sind LPS-resistent bzw. LPS-empfindlich. Die reagieren auf LPS oder sie reagieren eben nicht auf LPS. Das kann man wunderbar sehen. Also es gibt so etwas wie den LPS-Rezeptor. Und die nächste entscheidende Punkt ist der, das habe ich geschrieben, 1990 folgende. Man hat sich entschlossen, die Genome von Mensch und Maus zu sequenzieren. Und das Humangenomprojekt ist ja 1990 aus der Taufe gehoben worden. Und mit dieser Entscheidung ist es jetzt möglich geworden zu sagen, wir können den LPS-Rezeptor mit Hilfe der Positionsklonierung isolieren. Wir haben eine gute Chance, das zu machen.
Das ist die Voraussetzung. Diese ganze Entwicklung bis 1990 einschließlich bis zu dieser Entscheidung, die Genome zu sequenzieren, das ist nötig, damit man sagen kann, wir können den LPS-Rezeptor jetzt mit einer guten Erfolgschance durch Positionsklonierung isolieren. Und diese Positionsklonierung, das hat man eben dann angefangen. Und ganz und gar so als Positionsklonierung durchgezogen, will ich mal sagen, haben das eben Polterak et al. Und das habe ich geschrieben. Das haben Polterak et al. Gemacht in Dallas. Und das Gleiche haben auch Qureshi et al. In Montreal in Kanada gemacht. Die gleiche Strategie am Anfang. Und die reine Positionsklonierung bis zum Ende, das ist Polterak et al. Und das ist eine Variante davon. Und die werde ich Ihnen auch vorstellen. Das Ergebnis dieser beiden Arbeiten ist vollständig identisch. Die haben in den gleichen Mäusestämmen gesucht nach diesem Rezeptor und haben vollständig das gleiche Ergebnis bekommen, ohne die geringste Differenz. Und ich will Ihnen also erstmal diese Arbeit von Polterak darstellen und dann diese Arbeit von Qureshi et al. Was diese Positionsklonierung, diese klassische Positionsklonierung jetzt anbetrifft, so macht man Folgendes, das habe ich Ihnen jetzt hier aufgeschrieben. Und das will ich Ihnen auch anhand dieser Tafel noch erläutern. Man geht folgendermaßen vor. Man nimmt sich die Wildtypmaus und die also jetzt LPS erkennt und macht diese fünf Schritte, um dann den Rezeptor zu finden. Der erste Schritt ist, dass man den Ort dieses Gens, des LPS-Gens, ganz genau auf dem Genom lokalisiert. Mit klassischen genetischen Züchtungsmethoden. Um das gut zu können, muss man natürlich auf dem Genom der Maus sehr viele Merkmale haben, die man eben züchterisch verfolgen kann. Und das hatte man auch erst nach 1990. Diese Merkmale hat man eben gesucht und speziell weiterentwickelt, um eben das Mäusegenom auch zu klonieren. Und da hatte man also spezielle Merkmale, Simple Sequence Repeats, habe ich Ihnen ja mal dargestellt, bei der Darstellung der Sequenzierung des Genoms des Menschen auch. Hat man also damals entwickelt. Das war also möglich, eine genaue Lokalisierung durch Züchtung. Viel Arbeit, aber es war möglich. Das ist der Punkt 1. Das nächste ist, dass man sagt, gut, wir haben das Gen jetzt lokalisiert auf einem bestimmten Ort, auf dem Chromosom 4 der Maus und einem engen Bereich. Und diesen Bereich, den decken wir jetzt ab durch Klone, durch genomische DNS-Klone. Und das macht man, indem man überlappenden Bark- und Jagdklone nimmt und aus diesen überlappenden Klonen setzt man diese Sequenz als Kontik zusammen. Das habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Bark steht für Bacterial Artificial Chromosome. Und das ist also ein Plasmid in dem Bakterium, was abgeleitet ist von dem F-Plasmid. In dem F-Plasmid kann man den größten Teil verwerfen und ersetzen durch genomische DNS der Maus in dem Fall. 300.000 Basenpaare zum Beispiel. Und dann enthält so ein Bug 300.000 Basenpaare Insert. Und durch solche Bugs kann man jetzt also, die Bugs kann man also auswählen, so dass sie diese Region abdecken. Das habe ich Ihnen hier gezeichnet. Ein Bug, ein überlappender Bug, wieder ein überlappender Bug. Das ist ein überlappender Yak, der ist noch größer, das steht für Yeast Artificial Chromosome. Und dann bekommt man so einen Satz von überlappenden Klonen. Das ist die nächste Aufgabe. Und diesen überlappenden Satz, den nennt man Kontig, und der Kontig deckt an diese Region ab, von der man weiß, da drin ist dieses LPS-Gen. Und man hat also original als Ausgangsmaterial das Genom der Maus in Bugs kloniert, in willkürlichen Bugs. Dann braucht man eine Sonde, die in diese Region passt, eine Nukleinsäure-Sonde, die in diese Region passt, in der das Gen ist. Eine Zugangssonde, die brauche ich, die gibt es aber. Und mit der Zugangssonde gehe ich in diese Menge von Bugs und suche mir einen Bug, der diese Sonde bindet. Und dann habe ich den Zugang gefunden. Dann sagen wir mal, habe ich diesen Bug gefunden. Und dann suche ich mit dem Bug überlappende Bugs. Dafür gibt es Methoden.
Man kann die Wachsfingerprinten oder man kann die STS-Methoden verwenden. Das habe ich Ihnen ja mal dargestellt. STS steht für Sequence Take Sites. Und dann kann man diese überlappenden finden und dann kann man diesen Contig konstruieren. Natürlich sehr, sehr viel Arbeit, aber das funktioniert. Und der dritte Schritt ist dann, dass man diesen ganzen Contig sequenziert mit der Sanger-Methode, die Kettenabbruchmethode. Und in dem Falle jetzt dieser Arbeit von Poltorak et al. War diese Region, die Sie hier hatten, die Lokalisationsregion, 3 Millionen Basenpaare. Darin musste das Gen sein, 3 Millionen Basenpaare. Sie sehen ja, wenn so ein Bug jetzt hier 300.000 Basenpaare ist, dann würden Sie sagen, um das einmal abzudecken, bräuchten Sie 10 Bugs hintereinander. Aber Sie müssen ja die Überlappungen haben, also würden Sie sagen, Sie brauchen 15 Bugs. Der Contig müsste also 15 Bugs sein. Sie hatten einen Contig mit 15 Bugs und da war auch noch ein Jack da anschließend. Das war also die Situation. Darum geht es also. Und das muss man jetzt also sequenzieren. Man muss jetzt also anfangen mit der Sanger-Methode, schrittweise diese 3 Millionen Basenpaare zu sequenzieren. Das ist natürlich damals eine mörderische Arbeit gewesen. Aber im Prinzip funktioniert das. Und man nimmt sich jeden Bug einzeln vor, nacheinander, und die Sequenzierung der Bugs beruht dann im Grunde auf der Schrotschussmethode. Und das funktioniert, also ist aber eine mörderische Arbeit. Und dann kommt das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte, das Grundproblem, und das ist der Punkt 4, das habe ich geschrieben. Man sucht ja jetzt Kandidatengene, und jetzt ist das Problem das, dass wenn man diese Sequenzierung macht, dass man nicht weiß, ob man in einem Gen ist. Die DNS-Sequenz, die bekomme ich natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich in einem Gen bin oder nicht, denn ich kann von der DNS-Sequenz nicht voraussagen, ob ich in einem Gen bin. Ein Gen in diesem Zusammenhang ist die Transkriptionseinheit für die Polymerase 2. Und ich kann von der DNS nicht sicher ableiten, wo beginnt die Polymerase 2, die Transkription, und wo hört sie auf. Und dafür gibt es Computerprogramme, man kann Voraussagen machen, aber das ist natürlich äußerst unbefriedigend. Und das ist also das erste große Problem. Und selbst wenn ich jetzt sagen könnte, ich bin jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich in so einer Transkriptionseinheit, dann macht die Polymerase 2 ja die Prä-Messenger-RNS. Die wird ja noch gespliced. Und wie das Splicing dann aussieht, was da rauskommt, das weiß man auch nicht. Da gibt es wieder Computerprogramme und man kann Voraussagen machen, aber wieder weiß man es nicht wirklich. Also man kann wirklich nur mit äußerster Unsicherheit eben voraussagen, ob man in einem Gen ist und wie die Messenger-RNS-Moleküle aussehen, die von diesem Gen gemacht werden. Das ist das Grundproblem der ganzen Geschichte und die große Unsicherheit. Und die Lösung für dieses Problem für Poltorak et al., die war jetzt, dass sie gesagt haben, wir nehmen die DNS-Sequenzen, die wir bekommen, und geben die im Computer ein und lassen die vergleichen mit den DNS-Sequenzen in den EST, in der EST-Datenbank. Express Sequence Stack, das sind diese EST-Datenbanken mit den cDNS-Sequenzen. Auf der Ebene der Nukleinsäure. Und wir hoffen jetzt, dass der Computer uns zurückmeldet, ja, ihr habt einen Treffer. Eure Sequenz gibt es in einer bestimmten EST-Sequenz, das heißt in einer bestimmten Messenger-RNS. Dann war man in einem Gen. Das war eigentlich sozusagen das Herzstück der ganzen Geschichte. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man natürlich sagen muss, man entdeckt nur die Gene, die schon in der EST-Datenbank drin sind. Irgendjemand anders muss das Gen schon gefunden haben. Er muss nur festgestellt haben, dass das Gen der Rezeptor für LPS ist. Aber das Gen muss schon bekannt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist natürlich das große Risiko. Aber so haben die das also gemacht. Sie haben dann die DNS-Sequenzen verglichen gegen diese EST-Banken und haben dann gesagt, gut, jetzt dann und wann kommen wir in ein Gen. Und dann ist die Frage eben, ist das ein relevantes Gen oder nicht? Wenn ich jetzt hier Myoglobin finde, dann ist das natürlich nicht der Rezeptor. Und bei anderen Genen wäre das ein möglicher Rezeptor und dann muss man hergehen und sagen, ich muss jetzt die Messenger-RNS-Moleküle, die von diesem Gen kommen, die muss ich identifizieren und zwar in der Wildtyp-Maus, die LPS erkennt, und in der Maus, die den Defekt hat und die das nicht erkennt. Und dann muss ich die Sequenzen vergleichen und dann hoffe ich, dass ich einen Unterschied finde. Und dann bin ich natürlich schon ziemlich weit. Das ist also eine mörderische Arbeit, wie Sie sehen. Und man kann ja jetzt abschätzen, man kann sagen,
wie viele Gene werde ich erwarten? Wenn das 3 Millionen Basenpaare waren, diese Sequenz, die sie hatten, dann würde man sagen, der Mäusegenom hat 3 Milliarden Basenpaare, das wäre 1 Promille, 1/1000. Wenn die Maus 25.000 Gene hat, dann würde man sagen, dann sind da vielleicht 25 Gene drin. Und das war also natürlich ein gewaltiges Projekt. Und immer mit der Angst, dass das Gen noch gar nicht in der Datenbank ist, sozusagen. Ja, das ist also das Prinzip, aber die haben Erfolg gehabt und das werde ich Ihnen hier kurz dann auch darstellen. Und ich werde Ihnen dann auch darstellen, diese Arbeit von Cresci et al. Aus Montreal, die vollständig das gleiche Ergebnis gebracht hat, die 7 Wochen später publiziert worden ist und die eine Variante dieser Methode darstellt. Ja, das werde ich also machen und bevor ich das mache, muss ich diese Tafel abnehmen. Und gut, dann komme ich also erstmal zu dieser Arbeit von Poltorak. Ich werde den Titel nochmal vorlesen. Defective LPS Signaling in C3HHEJ und C57BL 10 SCSR SCCR Mice Mutations in TLR4G. HEJ und SCCR sind spontan entstandene LPSD-Stämme, die diesen Defekt in dem Rezeptor haben, mit Mutationen im gleichen Gen. Da keine Komplementation, das hatte ich noch nicht gesagt, keine Komplementation im gleichen Gen. Die Genetik, hatte ich gesagt, ein LPS-Gen für den Rezeptor. Auch noch nicht gesagt hatte ich Folgendes, CD14 ist der primäre LPS-Rezeptor und in diesen Mäusen intakt. Man wusste, dass LPS primär an ein Oberflächenprotein CD14 bindet, aber das CD14-Protein hat gar keine intrazelluläre Domäne, das hat einen Lipidanker. Das kann also intrazellulär kein Signal abgeben. Und CD14 war hier intakt. Man musste, wenn man Pech gehabt hätte, hätte man ja sonst den CD14 hier defekt nochmal gefunden. Das kannte man und das war intakt. Also da hatte man kein Problem. Und es musste ja einen anderen Rezeptor geben, der das Signal von außen nach innen umschaltet. Und diesen Rezeptor suchte man dann eben. Und das LPS, der LPS-Ort wird auf Chromosom 4 zwischen B und 83,3, das sind 2 Merkmale, lokalisiert, 3 Millionen Basenpaare Abstand. Das habe ich erläutert. Isolierung des Gens durch Positionsklonierung, angefangen im Jahr 1993. Und vorher wäre es auch wirklich kaum möglich gewesen, das habe ich Ihnen ja erläutert. Region 15-mal BAC und 1-mal JAC, habe ich Ihnen auch erläutert. Und ich habe geschrieben, 40.000 Sequenzen geben nacheinander die Region. Wie kommt man auf 40.000 Sequenzen? Nehmen wir einen einzigen BAC, der hat 300.000 Basenpaare. Und wenn wir auf einem Sängergel jetzt 1.000 Basenpaare lesen könnten, dann würden wir 300 Gele brauchen, wenn man sie direkt hintereinander legen könnte, die Sequenz. Wenn man 500 Basenpaare lesen kann, was realistischer ist, dann braucht man 600 Gele hintereinander gelegt, aber man kann die Gele ja nicht, die Sequenzen ja nicht hintereinander konstruieren, das wird ja mit der Schrotschussmethode sequenziert, dann braucht man mindestens das Fünffache, wenn man statistisch arbeitet mit der Schrotschussmethode, das sind also dann 3000 Sängergele. Und das heißt also, für einen Bug brauche ich also 3000 Sängergele, für 10 Bugs sind das 30.000 und für 15 Bugs sind das 45.000. Und das sind diese 40.000 Sequenzen, die man also braucht, um da durchzugehen. Sie sehen, das ist also eine Mordsarbeit. Und das habe ich jetzt dann weiter geschrieben, immer mit BLAST gegen EST analysieren. Man hat also sequenziert, Tag und Nacht, und hat dann immer die neuen Sequenzen in den Computer eingegeben, die neuen DNS-Sequenzen, und mit dieser BLAST-Software, das steht für Basic Local Alignment Search Tool, Identitäten gesucht in der EST-Datenbank und hat gehofft, dass man also so ein Gen findet, ein Messenger. Und das hat man also Tag und Nacht gemacht und hat also das analysiert. Dabei muss man sagen, die alten Sequenzen, die musste man immer regelmäßig wieder eingeben in diese Suche, denn der EST, die EST-Datenbank, die wurde ja dauernd verbessert. Also es war wirklich eine mörderische Arbeit und
Die haben also das immer gemacht und ich habe das geschrieben. Ganz am Ende, nach vielen Jahren, haben sie einen Treffer bekommen aus der Datenbank gegen TLR4. Der Computer hat ihnen gesagt, die Sequenz, die ihr habt, ist gegen TLR4. Und da wusste man natürlich, dass man also einen goldenen Treffer gehabt hatte. Und was man dann machen muss, ist natürlich klar, man muss dann die Messenger-RNS von diesem Gen vergleichen zwischen der Wildtyp-Maus und dieser Mutante. Jede dieser Mäuse, dieser Defekten, hat eine andere Wildtyp-Elter-Maus sozusagen. Es war nicht eine Maus, bei der aus der einen Seite HIJ und auf der anderen Seite SCR entstanden war, sondern jeder hatte seinen eigenen Wildtyp. Und das musste man vergleichen. Und das heißt, man geht jetzt also her und nimmt sich die Makrophagen zum Beispiel und isoliert die Messenger-RNS und macht jetzt mit der RT-PCR, amplifiziert man sich die Sequenz raus für TLR4 und bekommt dann den offenen Leserahmen für TLR4. Und da muss man hoffen, dass ein Unterschied ist zwischen dem Wildtyp und dieser Mutante. Und das habe ich geschrieben, cDNS für HEJ, das HEJ ist diese Mutante, versus cDNS HEN ist der Wildtyp dazu, gibt im Wildtyp in der Position 712 in dem offenen Leserahmen ein Prolin und in der Mutante, HEJ ist die Mutante, ja, hier HEJ ist die Mutante, gibt es ein Histidin. Also ist ein Prolin gegen ein Histidin ausgetauscht. Und zwar in der Position 712 und das ist in der TIR-Domäne im Inneren. Und diese Mutation, die soll jetzt die Domäne inaktivieren. Das wäre die Hoffnung sozusagen, das wäre die Idee. Aber man muss sagen, das kann man der Mutation ja jetzt nicht ansehen. Das könnte ja auch eine harmlose Mutation sein. Also diese Mutation alleine reicht jetzt nicht aus, um zu sagen, das ist die Ursache der Inaktivierung. Das könnte eine harmlose Mutation sein. Und da kommt ihnen natürlich zugute, und das hat man von Anfang an natürlich so geplant auch, dass es ja in dem gleichen Gen noch eine andere Mutation gibt, in diesem Mäusestamm. Und da macht man den gleichen Vergleich. Und was sich dabei herausstellt, das habe ich hier geschrieben, SCCR, das ist diese Mutante, SCCR, die hat im Northern Blot gar keinen TLR4-Messenger, ohne TLR4-Messenger. Da macht man den Northern Blot und sieht, dass es keinen Messenger gibt für TLR4 in dieser Maus. Aber in der Wildtyp-Maus, da gibt es einen Messenger, das habe ich geschrieben, aber in der Wildtyp-Maus, das ist SCSN, da gibt es einen Messenger. Und das heißt also, bei dieser Maus hat man am gleichen Ort eben auch einen Defekt, eben nur einen viel dramatischeren Defekt, eben diese Deletion des Gens, sodass man gar keinen Messenger hat. Und das ist natürlich jetzt der Schlüssel und genau das steht hier eben im Titel und damit sagt man, haben wir im Grunde bewiesen, dass wir den TLR4-Rezeptor kloniert haben. Das war natürlich nur eine ganz, ganz bedeutende Arbeit. Ja, ich habe gesagt, dass das Ganze auch von Kanadiern gemacht worden ist und das will ich Ihnen jetzt auch noch vorstellen. 7 Wochen nach dieser Veröffentlichung hier ist eine Veröffentlichung gemacht mit praktisch dem gleichen Ergebnis. Der Titel heißt Endotoxin Tolerant Mice Have Mutations in Toll-like Receptor 4. Das ist der gleiche Titel praktisch wie hier. Und es sind die gleichen Mäuse, die hier verwendet worden sind. Und es ist vollständig das identische Ergebnis daraus gekommen. Und die Autoren, die will ich Ihnen vorlesen, das ist Qureshi, Larivière, Levesque, Clermont, Moore, Gros und Daniel Malot aus Kanada, aus Montreal. Und die haben also jetzt genauso angefangen wie Polterak et al. Und haben diesen Kontig gemacht, mit dem sie haben das lokalisiert, natürlich an die gleiche Stelle, sie haben den Kontig gemacht und diesen DNS-Kontig, da haben sie jetzt aber eine andere Weiterverarbeitungsmethode genommen. Sie haben Folgendes gemacht, sie haben die DNS von diesem Kontig immobilisiert auf einem Filter und haben dann von den Zellen, von den Wildtypzellen,
haben sie Messenger genommen und CDNS gemacht, einsträngige CDNS, und haben die an diesen Filter, mit diesem Filter hybridisiert und haben die CDNS, die hybridisiert, die haben sie genommen, die anderen haben sie verworfen. Und die CDNS, die hybridisieren, die spiegeln ja jetzt die Gene wieder, die auf diesem Filter sozusagen immobilisiert sind, die Gene aus dieser Region. Und das ist ja im Grunde eine geniale Methode, um an die Gene zu kommen, weil ich jetzt ja nur die CDNS habe, die überhaupt daherkommen. Und ich hatte ja gesagt, man schätzt ab, dass da vielleicht 25 verschiedene CDNS herkommen oder vielleicht auch ein paar mehr, weil das alternatives Splicing ist, wenn Sie das über die CDNS rechnen. Aber das ist natürlich im Grunde eine ideale Methode. Und dann würde man sagen, gut, dann nehme ich diese CDNS und ich mache eine doppelstrenge CDNS daraus, ich kloniere das und ich sequenziere das und dann habe ich ja die Gene. Und dann muss ich nur noch die Entscheidung treffen, welches Gen ist der Rezeptor. Und der Haken bei der Geschichte ist nur, dass man im Allgemeinen viele Gene findet, die gar nicht daherkommen, durch die Hybridisierung. Das ist das Problem. Und deswegen hat diese Methode auch in den Händen von Poltorak et al., die das vorher auch gemacht hatten, gar nicht funktioniert. Die Kanadier haben das gemacht und bei denen ist es aber gegangen, und zwar aus folgendem Grunde. Die Kanadier haben also Folgendes gefunden. Sie haben unter diesen CDNS gefunden, eine CDNS für als Gen, das hieß Papa. Und dieses Papa-Gen, das war wirklich in ihrem Contig. Das konnte man ja leicht feststellen. Das stammte wirklich aus diesem Contig, im Gegensatz zu vielen anderen CDNS, die sie hatten. Das kam aber nicht in Frage jetzt als Rezeptor. Und sie haben aber jetzt Folgendes gesehen. Sie haben gesehen, dass dieses Papa-Gen im menschlichen Genom auch auftrat und im menschlichen Genom lokalisiert war. Und zwar auf einem genau bekannten Ort auf dem Chromosom 9. Und dann haben sie folgendes Argument verwendet. Sie haben gesagt, es besteht ja zwischen dem Mäusegenom und dem menschlichen Genom diese Synthenie. Das bedeutet also, dass die Nachbarschaft, die in der Maus zwischen den Genen da ist, im Allgemeinen dann im Menschen auch vorhanden ist und umgekehrt auch. Die Nachbarschaften bleiben also im Prinzip immer erhalten, bis auf wenige Bruchstellen sozusagen. Aber man kann davon ausgehen, dass also die Nachbarschaft von Papa in der Maus und die Nachbarschaft von Papa im Menschen die gleiche ist. Und sie haben sich jetzt also im Menschen die Nachbarschaft angesehen und haben gesehen, da ist in der direkten Nachbarschaft TLR4. Und das TLR4, das hatte in diesen Ort lokalisiert Rock et al. Die hatten das nicht nur gefunden, sondern die hatten auch sich hier überall die Mühe gemacht, das zu lokalisieren. Und hatten gesagt, das ist auf dem Chromosom 9 und an einem bestimmten Ort, ganz direkt neben Papa. Und das haben die Kanadier gesehen und haben gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist ja das TLR4 wahrscheinlich auch an der Maus direkt daneben, neben dem Papa in der Maus. Und dann haben sie nachgeguckt und in ihrem Contig TLR4 ist. Und das haben sie direkt gefunden und dann ist das Kanal, dann machen sie das gleiche wie Poltorak, dann hat man das praktisch natürlich in der Tasche. Und dann haben sie für das TLR4 genau das gleiche gefunden, genau die gleiche Aminosäureaustausch und auch die gleiche Deletion, sie haben ja die gleichen Mäuse analysiert. Ja, das ist also die Arbeit der Kanadier über diesen Weg. Gut. Man würde jetzt sagen, Gott, das ist ja günstig, dann sind wir fertig, aber die ganze Sache hatte noch einen Haken. Und es war so, man hat jetzt gesagt, wir nehmen die CDNS und machen ein Konstrukt von TLR4 und transfizieren das in Zellen und dann sollten die Zellen jetzt also auf LPS reagieren. Die Zellen, die es vorher nicht hatten, die sollten jetzt LPS erkennen und auf LPS reagieren. Und das hat man gemacht und dabei hat man festgestellt, dass diese Zellen zwar hier eine ganze Reihe dieser Reaktionen hier zeichnen, aber sie reagierten nicht auf LPS, das machten sie konstant, aber die LPS-Gabe, die änderte daran nichts. Und das war natürlich erschreckend. Und diese Tatsache, die haben auch die Japaner gelesen, Miyake et al. Und hier Miyake et al. Nochmal. Und die Japaner haben das also gelesen und haben sich an ihren Arbeiten orientiert. Die hatten ja RP105 auf der Oberfläche der B-Zelle gesehen und das war ja außen, hatte das ja LRR
Und das sieht außen aus wie TLR4. Außen. Innen hatte das ja hier keine TR-Region, aber außen war das genau, war das sehr homolog. Da kann man in der Aminosäuresequenz hier ablesen. Das haben die gewusst. Und sie haben gewusst auch, dass ihr RP105 ja gebunden hatte, dieses MD1-Protein. Und sie haben sich überlegt, vielleicht ist es so, dass dieses Toll, dieses TLR4-Protein, außen auch noch so ein Protein braucht, was gebunden ist. Und danach haben sie gesucht. Und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben jetzt ihr MD1-Protein genommen und als Protein laufen lassen, das habe ich hier geschrieben, als Protein laufen lassen, MD1 aus der Maus, in der EST-Datenbank auf der Proteinebene und ein homologes Protein gesucht und haben auch eins gefunden, und zwar im Menschen. Und dieses menschliche Protein, das, was sie im Computer gefunden haben, das haben sie MD2 genannt und das haben sie kloniert. Und dann hatten sie also jetzt dieses MD2 aus dem Menschen als Klon. Und hier hatte man ja vom Menschen her schon, hier steht es, 2020-57, das waren ja alles TLR4, menschliches TLR4. Und dann haben sie also Folgendes gemacht. Sie haben jetzt die Zellen, die LPS nicht erkannt haben, transfiziert, nur das menschliche TLR4-Konstrukt, gibt keine Reaktion auf LPS. Nur MD2 menschlich gibt auch keine Reaktion, aber wenn man beides transfiziert, dann gibt die Zelle Reaktion auf LPS. Und das ist der große Erfolg. Also man muss es wirklich bewundern, muss man sagen, was man hier geleistet hat. Insbesondere auch die Japaner. Das ist also die ganz berühmte Arbeit aus dem Jahr 1999, Shimazu et al. Einer der späteren Autoren, dabei ist auch hier der Miyake wieder und so weiter. Der Titel heißt also jetzt MD2, A Molecule that Confers LPS Responsiveness on Toll-like Receptor 4. Das ist die große Entdeckung, dass man also noch ein zweites Molekül braucht, MD2, sodass der Komplex der eigentliche Rezeptor ist, der Komplex MD2 und TLR4. Ja, das ist also im Grunde das Ende der Geschichte. Sie sehen aber, die Geschichte ist mühselig und sie erfordert außerdem also ungeheuren Fleiß und ungeheure Intelligenz. Und dann kommt man also zu diesem wunderbaren Ergebnis und man kann sagen, das ist natürlich jetzt der Schlüssel dafür, dass man sich jetzt, dass man weiß, was diese TLR-Proteine machen. Und die Amerikaner haben also gesagt, das ist der Beginn des vom Toll Rush, in Analogie zum Gold Rush. Der Goldrausch, das wäre jetzt also der Tollrausch. In diesem Moment ist der Tollrausch ausgebrochen unter den Immunologen. Und jeder hat sich natürlich jetzt auf dieses, auf so ein TLR-Protein gestürzt. Es hat ja dann noch mehr gegeben. Und dann hat man diese Analyse gemacht. Das ist der Beginn des Tollrausches. Und das ist im Grunde, das will ich mal sagen, das Ziel meines Vortrages gewesen, Ihnen eben darzustellen, wie man in den Beginn dieses Tollrausches gekommen ist. Und das habe ich an dieser Stelle im Grunde erreicht. Ich will aber Ihnen noch ein paar Worte sagen, zusätzlich, nachdem ich eine kleine Pause gemacht habe, über die weitere Entwicklung dieses Tollrausches. Aber diese weitere Entwicklung ist nicht der Kern der Sache, sondern der Kern der Sache ist im Grunde, dass man versteht, wie dieser Tollrausch ausgebrochen ist. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen dann einige Punkte weiter zur Erläuterung und zur Vertiefung geben. Und die habe ich hier oben jetzt zusätzlich aufgeschrieben. Das sind 5 Punkte. Das erste, ich will noch etwas über die B-Zellen der Maus sagen. Insbesondere über die Synthese von Antikörpern gegen LPS. Das zweite habe ich geschrieben, Antagonisten und Agonisten am Beispiel von TLR4-MD2. Und die biologischen Funktionen, der Nutzen. Das dritte ist die bedeutende Entdeckung, dass TLR7 einstrengige RNS als natürlichen Liganden erkennt. Das ist praktisch sehr wichtig. Und das habe ich 2 Wege aufgeschrieben zu dieser Entdeckung, den Weg 1 und den Weg 2. Und am Schluss noch etwas zur Röntgenstruktur von LRR. Also fangen wir an mit den B-Zellen. Wenn man die Mäuse-B-Zellen nimmt, also zum Beispiel aus der Milz,
und diese B-Zellen inkubiert mit LPS, dann proliferieren die und sie synthetisieren große Mengen von Antikörpern gegen LPS und geben die ins Medium ab. Und das ist die Standardsituation, die man lange kannte. Und wenn Sie jetzt auf diese Situation gucken mit den Daten, die wir jetzt gewonnen haben, dann würden Sie sagen, gut, die Mäuse, diese B-Zellen, die diese Antikörper synthetisieren, die haben also offenbar auf ihrer Oberfläche jetzt als B-Zellrezeptor, ein Teil dieser vielen B-Zellen, die Antikörper, die diesen LPS-Antikörper sezernieren, diese B-Zellen haben auf der Oberfläche eben diesen Antikörper schon präformiert, als B-Zellrezeptor, das ist klar. Und außerdem haben diese B-Zellen, und zwar alle B-Zellen jetzt, RP105 MD1, diesen Komplex. Und außerdem werden sie natürlich, das wird man erwarten, auch TLR4 MD2 haben, denn das ist ja die Erkennung von LPS und das haben sie natürlich auch. Und das ist also die neue Oberfläche, wenn Sie so wollen, von B-Zellen und dieser speziell jetzt, also teils generell der B-Zellen, teils eben diese speziellen B-Zellen, die diesen Antikörper machen. Und wenn man sich jetzt diese Sachen genau ansieht, dann stellt man fest, dass diese B-Zellen nur ganz wenig TLR4 MD2 haben und sehr große Mengen von dem RP105 MD1. Und den Japanern ist das aufgefallen, dieses eigenartige Missverhältnis. Und sie haben sich zusammengetan mit einer Arbeitsgruppe in Köln um den Klaus Rajewski und haben sich gefragt, was macht eigentlich RP105 MD1? Und dafür haben sie Knockout-Mäuse für RP105 gemacht. Und diese Knockout-Mäuse, die haben jetzt auf LPS kaum noch reagiert mit der Proliferation und dann der Antikörpersynthese. Das heißt, man hat gesehen, dieses RP105 MD1 ist also ein Schlüsselmolekül, was diese Reaktion reguliert. Und man kann also sagen, diese B-Zellen, die reagieren also auf LPS dadurch, dass sie beides haben, dass sie RP105 MD1 haben und den alten berühmten Standardrezeptor natürlich, TLR4 MD2. Aber diese beiden Komplexe müssen zusammenarbeiten und nur wenn die beide da sind und richtig zusammenarbeiten, wie die Zusammenarbeit dann aussieht, muss man natürlich biochemisch analysieren, dann reagieren die so. Das ist also eine besondere Reaktion und das ist besonders eben für diese B-Zellen. Und das Erstaunliche ist eben, dann kann man sagen, dass die B-Zellen eben jetzt zwei Arten von Rezeptoren haben, wenn man jetzt auf das LPS guckt. Einmal den B-Zellrezeptor, den Antikörper, der ja mit der somatischen Rekombination gemacht worden ist und, wie ich immer gesagt habe, aus diesem Baukasten zusammengesetzt worden ist. Und auf der anderen Seite auch den Rezeptor für die Mustererkennung. Und der Mustererkennungsrezeptor, das für das molekulare Muster, das ist eben dieser Komplex aus RP105 MD1 und TLR4 MD2. Das ist also die besondere Situation. Und nur wenn alle diese Komponenten da sind, dann passiert das, was ich gesagt habe. Dann passiert eben diese T-Zell, diese Helferzell-unabhängige Proliferation und Synthese von diesem Antikörper. Ja, das ist die Anmerkung zu den B-Zellen. Und Sie sehen daran, wenn Sie also einmal anfangen, in der Immunologie irgendwas zu machen, dann kommen Sie immer von einem direkt auf das nächste. Das liegt an dieser labyrinthischen Struktur der Immunologie. Sie wissen nicht, wohin Sie kommen, aber Sie wissen, Sie kommen immer weiter irgendwo anders hin. Und sieht man hier an dieser Analyse der B-Zelle jetzt zum Beispiel. Und das ist die erste Anmerkung, die ich machen wollte. Denn diese helferzellunabhängige Antikörpersynthese, das war ja eine der großen Entdeckungen, dass man die Antigene eben einteilen kann in helferzellunabhängige und helferzellabhängige. Und deswegen ist das natürlich interessant, hier diesen Spezialfall zu betrachten. Ja, das ist der erste Punkt. Das zweite ist also TLR4, MD2 und die Betrachtung von Antagonisten und Agonisten.
Wenn Sie sich das ansehen, dann würden Sie sagen, gut, das ist jetzt also TLR4, dann müssen Sie sich hier noch MD2 dazu vorstellen einfach. Und jetzt haben Sie also, können Sie natürlich sagen, Agonisten sind auf jeden Fall, Antagonisten erstmal, Antagonisten hier, die sind natürlich auf jeden Fall interessant. Denn wenn Sie einen Antagonisten machen könnten, der da bindet an diese Stelle und hier jetzt keine Dimerisierung machen würde und dann würde ja kein Signal abgegeben werden, dann wäre das natürlich ein wunderbares Medikament gegen den septischen Schock und gegen die Sepsis. Und das hat man natürlich auch sofort entwickelt, niedermolekulare Substanzen, die sich gut im Organismus verteilen und da binden und diese Rolle des Antagonisten spielen. Die Hoffnungen, die damit verbunden worden sind, die haben sich, soweit ich weiß, in der Klinik also gar nicht erfüllt, aber man hat es natürlich gemacht. Und man muss dann natürlich, wenn man diesen Antagonisten gibt, dafür Sorge tragen, dass man dann als Arzt eben die Bakterien bekämpft. Denn original hat ja das dieses System gemacht. Und wenn man das jetzt stilllegt durch den Antagonisten, dann muss man also die Bakterien mit Chemotherapie oder antibakterieller Therapie irgendwie bekämpfen, chemisch. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, dass man nicht die Bakterien einfach jetzt alle umbringt. Dann setzen sie ungeheure Mengen von LPS frei und dann wird der Patient überschüttet mit LPS. Das muss man natürlich geschickt machen, dass man vielleicht erstmal nur die DNS-Replikation der Bakterien hemmt, sodass sie dann also langsam sich nicht mehr vermehren können und dann langsam aussterben. Irgendwie so etwas. Also das ist klar. Antagonisten sind natürlich sehr, sehr interessant. Und die Frage ist, was ist eigentlich jetzt mit Agonisten in dem System? Da würde man sagen, Agonisten kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Und das ist aber ganz falsch. Um den Wert der Agonisten zu ermessen, muss man zurückkommen auf den Genevieve und dessen Vortrag im Jahre 1989 in Cold Spring Harbor. Da hatte der Genevieve ja gesagt, diese angeborene Immunität, das ist eine Immunität durch Mustererkennung und Pattern Recognition Receptors. Und diese Mustererkennungsimmunität, die ist die Voraussetzung für die Immunität durch die Lymphozyten. Auf jeden Fall wird sie aber stark nützen, dieser Lymphozytenimmunität. Der Genevieve hat sogar gemeint, sie wäre die absolut notwendige Voraussetzung. Aber unabhängig davon, auf jeden Fall nützt sie dieser lymphozytären Immunität ungeheuerlich. Und das war ja die geniale Voraussage und die hat sich dann ja auch bewahrheitet. Und der Genevieve hatte ja auch gemeint, die Quelle so eines molekularen Musters, das würde wahrscheinlich von einem dieser möglichen Muster, die würde im LPS stecken. Und das sehen Sie jetzt hier. Das Muster, was hier erkannt wird, ist also LPS und das ist dieser Mustererkennungsrezeptor. Und der ist also jetzt die Voraussetzung nach Genevieve für die Antwort, die Immunität durch die Lymphozyten. Und das Hauptargument dafür von dem Genevieve war ja, dass er gesagt hat, oder dass er analysiert hat und interpretiert hat, die Rolle des Adjuvans, des Freundsche Adjuvans. Das Freundsche Adjuvans, das waren ja abgetötete Mykobakterien. Und die abgetöteten Mykobakterien, die enthielten eben Substanzen, die zum Beispiel hier binden würden. Das war das Hauptargument dafür, für die Richtigkeit seiner Theorie. Es war ja so, dass man also immer die Immunologen immer Adjuvans dazu gaben. Und nur wenn man das tat, dann kriegte man also eine schöne Immunreaktion. Zum Beispiel gute Antikörpertiter gegen Proteinantigene. Und diese Zugabe von Adjuvans ist also der Schlüssel für das Argument von dem Genevieve. Der Genevieve hat das sehr schön formuliert, ganz kann man sich gut merken. Er hat das genannt, diese Adjuvanszugabe, das kleine schmutzige Geheimnis der Immunologen. The little dirty secret of immunologists. Umgekehrt, er hat gesagt, the dirty little secret of immunologists. Und das ist also diese Theorie und wenn das stimmt, und es hat sich ja als richtig herausgestellt, dann wären also jetzt Agonisten, die hier binden, Adjuvantien. Und das ist auch so und dadurch sind diese Substanzen also außerordentlich interessant.
Und sowohl die Agonisten als die Antagonisten sind also außerordentlich wichtig und beide werden natürlich gemacht, chemisch jetzt ausgehend von Lipid A. Und durch diese Methode ist jetzt, wenn Sie so wollen, aus diesem schmutzigen kleinen Geheimnis bei den Agonisten eine saubere, chemische, offene Tat geworden. Aus dem schmutzigen Geheimnis ist also eine saubere, chemisch interessante, offene Tat geworden, indem man eben jetzt Agonisten chemisch synthetisiert. Sie sehen also, die Agonisten und die Antagonisten sind außerordentlich interessant. Und das ist hier gezeigt am Beispiel von TLR4 und das könnte man analog, natürlich müsste man analog durchgehen, dann jeweils für die anderen Rezeptoren, die man dann entdeckt und betrachtet. Ja, das ist TLR4 und MD2 und die Antagonisten und Agonisten. Das nächste sind diese beiden Arbeiten über die Erkennung, über die Entdeckung der Tatsache, dass TLR7 einzelsträngige RNS als natürlichen Liganden erkennt. Das ist außerordentlich wichtig, denn die einzelsträngige RNS ist das genetische Material, sehr vieler Viren. Und so erkennt die Zelle also Viren, viele Viren, und kann auch etwas gegen die Viren tun dann. Und außerdem ist es dadurch interessant, dass man sich natürlich fragt, einzelsträngige RNS ist ja gar kein fremdes Muster eigentlich. Das Zytoplasma ist ja voll von einzelsträngiger RNS, also es ist ja eigentlich gar kein fremdes Muster. Wie ist das möglich, dass man das als fremdes Muster jetzt verwenden kann? Das werde ich Ihnen auch, werden Sie auch sehen, wenn ich Ihnen die Analyse darstelle. Also das ist außerordentlich wichtig und ich will Ihnen zwei Wege zu dieser Entdeckung darstellen. Zuerst den Weg 1. Den Weg 1, den will ich Ihnen nur mündlich so aus der Supervogelperspektive darstellen. Und den Weg 2, dafür habe ich hier unten dann das Manuskript. Und der Weg 1 ist am Ende in einem Manuskript publiziert worden, Seite an Seite mit dem Manuskript für den Weg 2. Aber ich will Ihnen also das Manuskript 1 für den Weg 1 nur mündlich erzählen. Aber die Manuskripte sind beide gleichzeitig im gleichen Heft von Science publiziert worden, nebeneinander. Und die Arbeitsgruppen haben auch gemeinsame Mitglieder. Sodass das also wirklich zwei Wege zum gleichen Ziel sind, die parallel begangen worden sind und wie gesagt zum Teil von den gleichen Leuten. Gut, was ist der Weg 1? Der Weg 1 sieht folgendermaßen aus. Man hatte in den 80er Jahren, also lange bevor diese Situation hier ist, angefangen, niedermolekulare Substanzen zu machen, zu suchen dann auch, die antivirale Aktivität hatten. In der Gewebekultur lässt sich das ja leicht testen. Ich behandle die Zellkultur kurz oder lang, wenn Sie wollen, auch vor, mit meiner Testsubstanz und wasche die dann weg und teste eben, ob diese Zellen eben einen gewissen antiviralen Zustand erreicht haben. Im Allgemeinen wird er dann ja erreicht dadurch, dass diese Zellen Interferon gemacht haben, aber das teste ich erstmal gar nicht. Und das ist ja leicht zu testen und ist natürlich praktisch sehr wichtig und man hat also eine riesige Menge von Substanzen getestet, blind, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen über einen möglichen Wirkungsmechanismus. Und hat also auch wirklich solche Substanzen gefunden und man hat gesehen, dass viele dieser Substanzen Guanosin-Analoga waren und Varianten vom Guanosin. Und Guanosin ist Guanin und Ribose. Und wenn Sie dieses Guanosin jetzt verknüpfen durch die geeignete Phosphatbrücke, immer 5-3, dann bekommen Sie Poly-G, also Poly-RG oder Oligo-RG. Also Sie bekommen RNS, was als Base nur G hat. Oligo-RG oder Poly-RG. Und wenn Sie das Phosphat rausnehmen würden jetzt, dann würden Sie eben das Guanosin bekommen. Und
diese Guanosin-Analoga, das hat man also gemerkt, dass die eine große Menge, die es auch einen großen Anteil hatten an diesen biologisch aktiven Molekülen. Und das hat man also experimentell dann ausgetestet mit der chemischen Varianten und hat also riesige Mengen von diesen Molekülen gemacht. Wie die wirken, davon hatte man natürlich gar keine Ahnung. Und als jetzt hier dieser Tollrausch ausgebrochen ist, da hat man natürlich sich sofort gefragt, spielen dabei vielleicht die Tollrezeptoren, irgendwelche Tollrezeptoren eine Rolle? Die Zahl der Tollrezeptoren hatte sich ja jetzt vermehrt von den ursprünglichen 5 waren es hier, auf insgesamt 10. Also spielen diese Tollrezeptoren vielleicht eine Rolle, und das konnte man relativ einfach testen, denn 9 von diesen 10 Zollrezeptoren, die beginnen intrazellulär die Signalkette mit einem einzigen Protein, dem Protein MyD88. Und wenn man dieses Protein ausschaltet, dann schaltet man also diese Signalkette aus, und das macht man bei 9 von 10 Rezeptoren. Also ein einfacher Test. Und das macht man natürlich, und siehe da, wenn man solche Zellen nimmt, die also MyD88 minus sind, dann bekam man keinen antiviralen Zustand mehr. Spielten also wirklich irgendein Tollrezeptor eine Rolle. Und welcher eine Rolle spielt, das kann man natürlich dann mit einer Knockout-Maus testen. Und dann hatte man gesehen, das war TLR7. Diese Substanzen, die wirkten also über TLR7 und erzeugten einen antiviralen Zustand. Und der antivirale Zustand, das war auch Interferon. Das konnte man sehen, Interferon Alpha und Interferon Beta konnte man ja leicht messen. Und das war die Situation im Jahre 2003. Und diese Arbeiten, diese Entdeckung, die hier oben steht, die ist dann ja im Jahr 2004 veröffentlicht worden. Und die Idee war jetzt folgende. Man hat sich also gesagt, jetzt diese Substanzen, die wir getestet haben, das sind ja künstliche Substanzen. Was ist denn der natürliche Ligand für TLR7? Und da hat man natürlich gesagt, vielleicht ist es so, dass es einzelsträngige RNS gibt, die jetzt zum Teil vielleicht auch modifizierte Basen noch enthält, und diese RNS wird abgebaut, und dann entsteht eben das sowas, was wir hier haben, Guanosin oder ähnliche Substanzen. Und der eigentliche natürliche Ligand ist also eine geeignete einsträngige RNS. Das hat man vermutet daraufhin. Und diese Vermutung hat man getestet, und siehe da, das einfache Ergebnis war, dass man also gar keine großen Modifikationen in die RNS einführen musste, sondern dass bestimmte einzelsträngige RNS mit der richtigen Größe, der richtigen Basenzusammensetzung und richtig zugeführt, genau diese Wirkung hatten. Der natürliche Ligand war also einzelsträngige RNS. Das ist die große Entdeckung. Und diese große Entdeckung, die auf diesem Wege entstanden ist, die hat man also jetzt dann im Jahr 2004 veröffentlicht. Und das ist die andere Arbeit, die ich also jetzt hier nicht aufgezeichnet habe, aber die will ich Ihnen natürlich vorlesen. Der Titel dieser Arbeit heißt Species-Specific Recognition of Single-Stranded RNA via Toll-like Receptor 7 and 8. Und 7 and 8 ist hier geschrieben, weil bei Menschen 7 und 8 diese Erkennung machen von SSRNS, bei der Maus ist es aber nur 7. Das ist jetzt für uns natürlich unbedeutend, dieser Unterschied zwischen Mensch und Maus. Also sagen wir, bei der Maus ist es der Rezeptor 7. Und das ist also diese große Entdeckung. Und ich will Ihnen die Autoren auch vorlesen. Das ist eine Zusammenarbeit einer deutschen Arbeitsgruppe in München mit Japanern. Und die Autoren sind Florian Heil, Hiroaki Hemi, Hubertus Hochrein, Franziska Ampenberger, Carsten Kirschning, Shizuo Akira, Grayson Lipford, Hermann Wagner und Stefan Bauer. Das ist also eine ganz berühmte Entdeckung natürlich. Und die gleiche Entdeckung, die ist auf einem anderen Wege gemacht worden, und das ist der Weg 2. Und den habe ich Ihnen hier jetzt genauer aufgezeichnet, weil er nicht so einfach mit Worten vielleicht zu beschreiben ist. Und diese Arbeit ist, wie gesagt, die beiden Arbeiten sind Seite an Seite publiziert worden, und die Autoren sind zum Teil die gleichen.
2004 Diebold et al. Innate antiviral responses by means of TLR7-mediated recognition of single-stranded RNA. Also TLR7 erkennt einzelsträngige RNAs und gibt antivirale Antwort, sprich Interferon. Interferon Alpha hat man hier gemessen. Gut, wie haben die das entdeckt? Das kommt aus der Virologie und es ist Folgendes, was man gesehen hat, das habe ich geschrieben. Man hat gesehen, dass Plasmazytoide, dendritische Zellen, PDC, die machen Interferon Alpha auch nach 56 Grad 30 Minuten Influenza. Das heißt, wenn man diese Zellen infiziert mit Influenza-Virus, was man bei 56 Grad für 30 Minuten behandelt hatte. Und das ist also eine Teilinaktivierung, das werden Sie gleich sehen. Dieses Virus, das hat die Eigenschaft, nämlich, habe ich geschrieben, welches zwar in Endosomen aufgenommen wird, aber nicht mehr fusionieren kann mit der endosomalen Membran. Das ist die Folge dieser Behandlung. Und dann ist die Folge, habe ich geschrieben, also Interferon-Alpha-Produktion ohne dsRNAs. Wie funktioniert das? Dahinter steckt Folgendes hinter diesem Satz. Die normale Influenza-Virus-Infektion mit dem gesunden Influenza-Virus, die sieht so aus, wie ich es Ihnen hier jetzt an diesem Piktogramm dargestellt habe, oder an dieser stark vereinfachten Zeichnung. Das hier und das hier, das ist die extrazelluläre Membran und hier ist die so eingefaltet und faltet so ein Bläschen ab. Das ist hier noch nicht ganz abgeschnürt, dass wenn sich das hier schließt, dann ist das Bläschen abgeschnürt. Und hier hat man die Rezeptoren für das Influenza-Virus, da bindet das Influenza-Virus und dann schnürt sich dieses Bläschen ab und dann ist das Influenza-Virus eben hier. Diese Rezeptoren habe ich so y-förmig gezeichnet mit einem Querstrich, damit das nicht nach Antikörpern aussieht so sehr. Und dann bindet das Influenza-Virus, dann gibt es dieses Bläschen und dann ist das Influenza-Virus. Das ist diese filamentöse Struktur und außen hat das Virus so eine Lipidmembran, dieser schwarze Ring. Und in der Lipidmembran sind Membranproteine, die man auch in der Negativfärbung im Elektronenmikroskop so als kleine Fortsätze sehen kann. Das sind die Spikes. Und das ist also das Virus mit den Spikes. Und das ist jetzt hier. Und das nächste, was passiert ist, also jetzt, dass sich das hier schließt und dann habe ich dieses Bläschen. Und das hat ja dann erstmal den pH der Umwelt, also mehr oder weniger neutral. Und dann wird der pH abgesenkt, dadurch, dass in dieser Membran, also jetzt diese Membran Protonen in das Innere dieses Bläschen transportiert werden. Und dann erreicht dieses Bläschen, sagen wir mal, einen sauren pH, ich habe hier mal geschrieben pH 5. Und diese Ansäuerung, die führt jetzt dazu, dass diese Spike-Proteine eine Umfaltung durchmachen. Die habe ich durch diese Pünktchen jetzt angedeutet, das soll die Umfaltung dieser Proteine sein. Und auf diesem Umfaltungswege, da haben sie die Fähigkeit, eine Fusion der Membran in diese Zielmembran zu machen. Und dann wird die Virusmembran, also in diese Zielmembran, in die endosomale Membran fusioniert und dann würde das so aussehen und dann geht die Innenkomponente in das Zytoplasma. Das ist der Standardweg, der Standardinfektionsweg. Und ich muss jetzt sagen, dann geht das in das Zytoplasma. Das Genom ist ja einzelsträngige RNS, dann gibt es RNS-Replikation, dann gibt es doppelsträngige RNS im Zytoplasma und das ist das Signal, was die Zelle erkennt und dann macht sie Interferon, sezerniert das Interferon und das Interferon macht in den Nachbarzellen diesen antiviralen Zustand. Das ist der Standardweg. So funktioniert diese Interferonsynthese. Und jetzt steht hier aber die so vorbehandelten Influenza-Viren, die binden noch an den Rezeptor, die gehen noch hierher, aber sie können nicht mehr fusionieren. Und das heißt, sie können diese Reaktion nicht machen, sie bleiben hier liegen. Und wenn sie da liegen bleiben, dann würde man sagen, dann können sie natürlich auch kein Interferon machen. Denn das Interferon, sie machen ja keine doppelsträngige RNAs im Zytoplasma, dann kann es kein Interferon geben. Aber die Tatsache ist eben, dass diese dendritischen Zellen, diese PDCs, große Mengen von Interferon-Alpha machen, sehr große Mengen. Das sind die Großproduzenten von Interferon-Alpha, gerade diese Zellen. Und die machen auch weiterhin ganz große Mengen von Interferon, obwohl keine doppelsträngige RNS da ist im Zytoplasma. Und das ist die Frage, wie funktioniert das? Das ist der biologische Ausgangspunkt.
diese Situation, die ich jetzt gezeichnet habe, mit der großen Produktion von Interferon, das ist eine spezifische Eigenschaft dieser plasmazytoiden dendritischen Zellen. Wenn Sie das mit anderen Zellen machen, dann sehen Sie das nicht. Sie müssen genau diese Zellen nehmen, und zwar nicht irgendwelche dendritischen auch, sondern genau diese Plasmazytoiden, diese PDCs, die müssen Sie nehmen. Und dann kriegen Sie genau diesen Effekt, dass diese Zellen noch gewaltige Mengen von Interferon machen, ganz normale Mengen von Interferon, obwohl keine doppelsträngige RNS im Zytoplasma auftreten kann. Das ist der Ausgangspunkt, der virologische Ausgangspunkt, das Eigenartige. Und die Entdeckung. Und wie gesagt, Voraussetzung ist, dass Sie genau diese Zellen nehmen. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist da los, dann wird man natürlich wieder zu Zeiten dieses Tollrausches sich fragen, spielen da Tollrezeptoren eine Rolle? Und man wusste, dass es Tollrezeptoren gibt, die auch in Endosomen sind. Das wusste man vorher aus anderen Experimenten. Und man wird sich also fragen, spielen da eventuell Tollrezeptoren eine Rolle? Und das kann man ja leicht testen mit dieser MyD88-Methode. Die 9 von 10 Tollrezeptoren signalisieren ja über MyD88. Und wenn ich diese MyD88-Zellen nehme oder Tiere nehme und von diesen Tieren diese PDCs, dann kann ich ja direkt sehen, was passiert. Und wenn ich diese Viren dann nehme und diese PDCs damit infiziere, dann machen diese Zellen kein Interferon mehr. Also spielt dabei toll eine Rolle. Und das ist das Erste, was man natürlich schnell machen kann, und das ist das Schlüsselexperiment. Dann kann man natürlich Knockout-Mäuse machen und sehen, welcher Rezeptor ist es, und dann sieht man, dass es TLR7 ist. Und das habe ich hier geschrieben. Die Hilfsmittel, um das zu klären, sind also diese MyD88-Zellen, die keine Toll-Signalkette haben, und diese Knockout-Mäuse. Und das dritte Hilfsmittel, was noch üblicherweise verwendet wird und das auch wichtig ist und interessant, ist Chloroquin. Chloroquin als Hemmstoff der Säuerung des Endosoms. Wenn man diese Zellen hier mit Chloroquin behandelt, nicht nur diese, sondern überhaupt die Zellen mit Chloroquin behandelt, dann blockiert das Chloroquin die Ansäuerung dieser Endosomen. Und das war für die Virologen ein Standardexperiment, dass sie gesehen haben, ob ihre Virusinfektion, die sie hatten, chloroquinempfindlich war. Und wenn die chloroquinempfindlich war, dann haben sie gesagt, die Virusinfektion geht diesen Weg hier. Das ist die rezeptorvermittelte Endozytose über diese sauren Vesikel. Und das war ein einfacher Test, dann wusste man schon ziemlich genau, das Virus wird also auf diesem Wege gehen, weil ja das Chloroquin die Infektion hemmt. Das war also ein Standardexperiment. Und wenn man das hier anwendet, dieses Chloroquin, dann hat man gesehen, dass das Chloroquin die Interferonsynthese blockiert. Also diese Vesikel müssen auch noch angesäuert werden. Und nur wenn das pH sauer ist, dann gibt es also dieses Signal. Und das Signal geht hier also in irgendeiner Weise von diesem Influenza-Virus aus, im Sauren. Warum das noch sauer sein muss, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist einfach das Faktum. Und wenn das so ist, dann wird man also sagen, man hat die Situation so, dass man hier also diesen pH 5 dann hat und hier hat man also offensichtlich TLR7 in der Membran. Und diese Fusion, die gibt es eben nicht. Die Viren sind ja so vorbehandelt, dass sie das nicht machen. Und dann wird von hier dieses Signal gegeben und dann dimerisieren diese TLR7 und geben nach innen das Signal weiter über MyD88. Das bindet nur, wenn man die Dimerisierung hat. Und dann entsteht auf diese Weise dieses Signal und am Ende bekommt man Interferon. Das ist also die Schlussfolgerung. Und die Frage ergibt sich jetzt natürlich direkt, dass man sagt, was ist denn eigentlich das Signal hier von dem Virus? Das Virus hat ja kein offensichtliches fremdes Muster eigentlich. Und an dieser Stelle hat man sich also erinnert an die Experimente, die ich Ihnen vorher vorgestellt hatte, dass man auf dem Weg 1, im Jahr 2003 zu dem Schluss gekommen war, dass vielleicht Zerfallsprodukte von einsträngiger RNS diesen Weg in Gang setzen würden.
Und aufgrund dieser Arbeit hat man also natürlich hier jetzt gesagt, wenn da vielleicht Zerfallsprodukte von einsträngiger RNS daran beteiligt sind, dann ist vielleicht die einsträngige RNS von dem Influenza-Virus, die hier drin ist, das Signal. Und das kann man ja leicht testen, indem man die RNS einfach jetzt einsetzt. Muss man richtig machen. Was man macht, ist, man bindet die RNS an kleine Perlchen von Polyethylenimin-Material, PEI. Und diese kleinen Perlchen, die binden einsträngige RNS und schützen das dadurch vor Abbau durch Ribonukleasen. Und diese Perlchen werden auch viel besser aufgenommen in die Zellen. Und wenn man das also so macht, dann landen diese Perlchen mit der RNS hier und dann machen sie genau dieses Signal. Und damit konnte man also sehen, dass die Genom-RNS von Influenza dieses Signal erzeugt. Und dann hat man natürlich geguckt, ob andere RNS das auch machen. Und man kann also synthetische Homopolymere nehmen und testen. Und eines dieser Homopolymere, Poly-U, macht dieses Signal auch. Die anderen drei Homopolymere nicht, also Poly-G macht es nicht, erstaunlicherweise. Und das ist also das wunderbare Ergebnis. Und auf diese Weise ist diese Gruppe von Diebold et al. Also zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Das ist der Weg 2. Der kommt eben hier von dieser Influenza-Virologie und von der erstaunlichen Tatsache, dass hier also Interferon gemacht wurde, ohne dass doppelsträngige RNS auftrat. Das habe ich also geschrieben hier noch. Das Ergebnis ist also insgesamt hiervon jetzt, TLR7 erkennt Influenza-Genom-RNS und andere SS-RNS-Moleküle bei niedrigem pH im Endosom und gibt über MyD88 das Signal. Aktiv zum Beispiel auch Poly-U, an PEI gebunden, nicht aktiv die anderen Homopolymere. Ja, das ist also, sind die beiden Arbeiten, die so eng zusammengehören und bei denen diese große Entdeckung gemacht worden ist. Und Sie sehen jetzt auch, wieso es möglich ist, dass die SS-RNS als fremd erkannt wird und mit einem solchen System erkannt wird. Fremd ist diese SS-RNS nämlich in dieser Lokalisation, in dem Endosom. Eigentlich ist sie nicht fremd, aber wenn sie hier ist, an dieser Stelle, in dem Endosom, da gehört sie nicht hin, da gibt es normalerweise keine einsträngige RNS. Und deswegen kann man an diese Stelle eben diese Rezeptoren setzen, dann geben die keine Fehlsignale. Wenn die da arbeiten, dann ist was nicht in Ordnung, dann ist da etwas, an diesem Ort etwas, was da nicht hingehört. Das ist also die Erweiterung, wenn Sie so wollen, dieses Modells. Es muss nicht wirklich absolut fremd sein, wie LPS oder Lipid-A, sondern es kann auch bekannt sein, eigentlich aber an dem falschen Ort. Das sehen Sie also davon. Wenn Sie sich das ansehen jetzt, dann werden Sie sagen, das ist ja schön und gut, aber welchen Sinn soll das Ganze haben für die Biologie, dass man jetzt hier noch diese Rezeptoren und diese einsetzt und diesen Weg für die Synthese von Interferon. Denn im Normalfall ist es ja so, das Influenza-Virus geht hier rein, macht doppelsträngige RNS und dann macht die Zelle Interferon. Also sie gewinnt ja gar nichts dadurch, dass sie jetzt diesen zusätzlichen Weg eröffnet. Und der biologische Sinn dieser ganzen Sache ist nun folgender. Wenn Sie den Normalweg jetzt betrachten, dann ist es so, dass das Influenza-Virus hier reingeht und doppelsträngige RNS macht und das Virus hat jetzt aber, also um sich gegen dieses Interferon zu wehren, gleichsam ein Protein entwickelt, das NS1-Protein. NS steht für Non-Structural. Das Protein wird also gemacht während der Virusreplikation. Und dieses NS1-Protein, das bindet an die doppelsträngige RNS und blockiert die Erkennung und dann kann die Zelle kein Interferon mehr machen. Und das heißt, das ist also jetzt die neue Situation. Die Zelle kann jetzt kein Interferon mehr machen. Und Sie sehen jetzt, diese Zelle, die kann das noch. Die kann nämlich an dieser Stelle schon Interferon machen. Die Zelle überwindet diesen Block. Und das ist der biologische Sinn. Der hat nur Sinn, wenn man diesen Block durch NS1 mitdenkt. Und diese PDCs, das sind eben jetzt sozusagen Spezialzellen, die diesen Block überwinden. Und diese Spezialzellen überwinden den Block und sie produzieren gewaltige Mengen von Interferon. 100-mal, 1000-mal mehr als die anderen Zellen.
Und das reicht dann aus, um den Organismus mit Interferon zu versorgen und diesen antiviralen Zustand herzustellen. Das ist der biologische Sinn der ganzen Geschichte. Ja, das ist also die bedeutende Entdeckung. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, was machen jetzt hier Agonisten und Antagonisten? Wenn ich jetzt sage, ich mache Agonisten für TLR7, dann würde man sagen, die sind interessant, denn sie führen immer zu einer gewissen Interferonsynthese. Das wäre zum Beispiel interessant, wenn ich eine chronische Virusinfektion bekämpfen will, sagen wir Hepatitis C. Dann wäre das natürlich ein außerordentlich interessantes, interessanter Ansatz. Und das wären jetzt die Agonisten und die Antagonisten. Da gibt es auch Anwendungen. Es gibt nämlich bei Erkrankungen, bei denen hier, die so ein Signal herkommt, aus dem Organismus nicht selber, nicht von außen wie hier durch das Virus, sondern aus dem Organismus selber. Und bei diesen Erkrankungen ist es dann also ungünstig, dass hier immer dieses kontinuierliche Signal ausgesendet wird. Und dann kann man das eventuell mit Antagonisten blockieren. Und das ist natürlich dann die Hoffnung einer Therapie für diese selteneren Erkrankungen, bei denen das ein pathogenetischer Mechanismus ist. Das ist also die Anwendung der Agonisten und Antagonisten. Sie sehen, das kann man sich überall überlegen und die sind eigentlich in all diesen Systemen interessant. Das ist natürlich ein riesiges Arbeitsgebiet und von ungeheurer Bedeutung für die Medizin. Ja, das ist also das, was ich dazu sagen wollte. Die außerordentlich wichtige Entdeckung der Tatsache, dass TLR7 eben einzelsträngige RNS erkennen kann. Ja, ich habe dann zum Schluss geschrieben, insgesamt bei Menschen 10 TLR-Paraloge, wenn die Gene in dem gleichen Genom sind, diese verwandten Gene, dann nennt man sie Paraloge. Und also 10 Paraloge im menschlichen Genom und die jeweils ein bestimmtes Muster erkennen. Zwei Beispiele habe ich Ihnen gezeigt. MD2 in TLR4 bindet auf der Zelloberfläche, das war ja aber im Endosom, bildet auf der Zelloberfläche Lipopolysaccharid über, und hier habe ich geschrieben jetzt noch LBP, Lipopolysaccharid-Binding-Protein. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Im Plasma gibt es ein Protein, was das Lipopolysaccharid bindet, und dieser Komplex, der geht dann erst an CD14 und von da an den Komplex von TLR4 und MD2. Und das habe ich hier nochmal geschrieben. Geht über LBP und CD14 geht es dann in diesen zu TLR4, MD2. Ja, das war das eine Beispiel. Und das andere ist TLR7 und TLR8 beim Menschen. Bei der Maus nur TLR7 erkennen bei saurem pH sRNS im Endosom eben jetzt. Der Unterschied ist wichtig. Das eine arbeitet auf der Zelloberfläche und das andere nur so. Der Unterschied ist von entscheidender Bedeutung. Und ja, das ist das, was ich Ihnen im Prinzip als Erweiterung und Vertiefung zu diesem Tollrausch sagen wollte. Ich habe zum Schluss noch geschrieben, im Jahr 2005 werden die ersten TLR-ECDs, ECD steht für extrazellulären Domänen, in der Röntgenstruktur beschrieben. Das sind die Arbeiten von Bell et al. Und Cho et al. Und es geht um TLR3. Und diese extrazellulären Domänen, die werden dann separat exprimiert von rekombinanter DNA als lösliche extrazelluläre Domänen und dann gereinigt und in üblicher Weise eben dann analysiert. Und das ist also zum ersten Mal bei dieser TLR3 extrazellulären Domäne gelungen. Die erste LRR-Struktur überhaupt, die ist aber viel älter. Denn diese LRR-Struktur, die gibt es in vielen Proteinen. Nicht nur in diesen Proteinen, die hier jetzt solche Muster erkennen, sondern in vielen anderen Proteinen auch. Und die erste LRR-Struktur, die ist schon 1993 entwickelt worden von Kobe. Ermittelt worden mit der Röntgenstruktur von Kobe und Deisenhofer
für ein RNase-Inhibitor. Das ist ein lösliches Protein, was gar keine anderen Domänen hat. Nicht irgend so eine Transmembranregion und noch so eine TER-Domäne. Das hat es alles nicht, das ist nur dieser LRR-Teil. Und der ist also 1993 aufgeklärt worden in der Struktur und das ist sozusagen die Musterstruktur. Und diese Musterstruktur der LRR-Domäne, die ist außerordentlich einfach. Die kann man sich sehr, sehr gut merken und das ist natürlich nützlich und anschaulich, wenn man das weiß. Das macht die ganze, das Verständnis leichter, wenn man so eine Art Strukturvorstellung hat. Und das habe ich Ihnen hier geschrieben. LLR-Domänen sind sehr weit verbreitet und die sehen so aus. Das ist das, die schematische Darstellung. Der Aminoterminus dieses Proteins, der ist hier gezeichnet. Und dann sieht dieses, das einzelne Element sieht so aus, dass Sie hier eine kurze Kette haben. Habe ich hier nach rechts gezeichnet. Dann geht das hier nach oben und dann geht es zurück mit einer Alpha-Helix. Und dann geht es wieder nach unten. Und dieses Ende, das ist etwas versetzt gegenüber dem Anfang. Und das ist also sehr einfach. Diese ganze Einheit, das heißt ja, Leucin, Rich, Repeat. Und wenn Sie das Repeat weglassen, dann haben Sie Leucin, Rich. Und das ist das hier, das ist die Einheit, die ist leucinreich. Und die ganze Sequenz ist etwas weniger als 30 Aminosäuren lang. Und das ist eine Einheit und Leucin Rich Repeat heißt, dass Sie diesen Einheit, diesen Baustein jetzt immer wieder haben. Im Falle von TLR7 haben Sie den 27 Mal hintereinander. Also sehr, sehr einfach. 27 Mal in dem Falle jetzt hintereinander diesen Baustein. Das Protein beginnt hier, geht hier zurück und dann kommt der nächste Baustein. Geht das Protein immer weiter. Das wäre der Aminoterminus und von hier geht es immer weiter. Es gibt natürlich nur einen Aminoterminus, jetzt nicht ein Stapel von lauter Peptiden, sondern es ist Aminoterminus und dann hat man einmal, zweimal, dreimal, immer weiter. Das ist sehr, sehr einfach und ich habe Ihnen hier nochmal, weil es so einfach ist, kann man das machen, aus Draht ein solches Modell geflochten, in Gänsefüßchen gefaltet und Sie sehen jetzt Folgendes, ich halte dich mal so daneben jetzt, dieses hier soll der N-Terminus sein, das hier. Und dann haben Sie diesen Weg nach rechts, den Weg nach oben, den Rückweg, den Weg nach unten und dieser Weg hier unten, der landet etwas nach vorne hier. Und dann können Sie hier weitergehen, dann gehen Sie wieder nach rechts, nach oben, zurück, nach unten. Und das wiederholen Sie immer. Und wenn Sie das 27 Mal wiederholen, dann haben Sie so einen riesigen Stapel und dann hätten Sie diese extrazelluläre Domäne von TLR7. Kann man sich also sehr leicht vorstellen im Grunde. Der Witz ist aber natürlich jetzt der, das sehen Sie in Folgendem, wenn Sie auf diese Sache mal von dieser Richtung gucken, dann würden Sie sagen, gut, ich habe jetzt diesen einen N-Terminus, gehe ich einmal rum, zweimal rum, dreimal rum, 27 Mal und ich habe diesen N-Terminus und wie gesagt, es gibt nur einen N-Terminus natürlich, ich gehe mit dieser Kette eben 27 Mal rum. Dann sehen Sie Folgendes. Dieser Weg und dieser Weg und dieser, die hier nebeneinander sind, die sind ja unten verbunden durch Wasserstoffbrücken. Und das gibt also ein paralleles Blatt. Und dieses parallele Blatt, das ist hat eine geringe Fläche. An der kann ich nichts ändern, an der Fläche, weil die Wasserstoffbrücken ja determiniert sind. Und das ist eine kleine Fläche und über dieser kleinen Fläche habe ich nicht genug Platz für diese großen Alpha-Helices, für diese Rückwege, die eine ganz andere Faltung haben, die mir viel mehr Platz brauchen. Und die Lösung des Problems ist jetzt die, dass dieses Blatt, was hier unten ist, nicht eben ist, sondern so gebogen ist. Wenn das Blatt hier also so gebogen ist, dann geht das oben, ist das auch so gebogen und dann habe ich natürlich oben viel mehr Weg als hier unten. Und dann habe ich oben genug Platz, um alle diese Rückwege hier sozusagen unterzubringen, auch wenn das Alpha-Helices sind, was es nicht unbedingt sein müssen. Das ist hier bei diesem RNA-Inhibitor waren das alles Alpha-Helices. Das muss natürlich nicht sein, es können auch andere Strukturen sein, die vielleicht nicht so viel Platz brauchen. Aber in jedem Fall gilt es eben, dass dieser Rückweg eben mehr Platz braucht als dieses Blatt hier unten und deswegen hat man eben diese Biegung. Und wenn ich also 27 solche Einheiten habe, dann habe ich eben hier diese Biegung und hier oben diese Biegung. Und deswegen habe ich dann unten so ein Dach sozusagen und das Dach wird gebildet von lauter parallelen kurzen Ketten.
Also die Struktur kann man sich im Grunde sehr einfach vorstellen und das ist sicher nützlich, wenn man sich das so einfach vorstellt. Deswegen zeichnet man üblicherweise eben auch diese extrazelluläre Domäne hier so hackenförmig. Hier unten würde man sich also dann dieses Dach vorstellen und dann auf der anderen Seite diese Rückwege. Wie diese Dimerisierung dann aussieht, das kann man natürlich hier jetzt schlecht darstellen. Das müssen Sie sich in Ruhe in einem ordentlichen Buch ansehen. Die Dimerisierung sieht also so aus, dass dieser Haken in diese Richtung ist und der andere in die andere Richtung. Und wenn die dann hier zusammenkommen, wenn der Ligand bindet, dann bekommen Sie also so eine M, wenn Sie von hier nach hier gehen und dann kommen Sie von hier nach hier, dann wird das durch die Dimerisierung so ein M, wie das M von McDonald's im Grunde. Und dabei werden eben diese beiden inneren Domänen zusammengeführt und die binden dann MyD88 und das bindet andere Proteine und dann bekommt man so einen Komplex, den man manchmal auch Myddosom genannt hat oder den man üblicherweise auch Myddosom nennt, und das ist dann die Quelle dieses Signals. Das wird eben nur gemacht, wenn die beiden Regionen hier benachbart sind. Also das kann man sich aber gut vorstellen, zumindest eben diesen Haken, den kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, das wollte ich zum Schluss noch nachtragen. Damit bin ich eigentlich am Ende dieses Vortrages angelangt, aber ich will noch eine Schlussbemerkung machen. Wenn Sie sich das hier ansehen jetzt, dann werden Sie vielleicht auf die Idee kommen und sagen, ich habe hier viel zu lange geredet, ich hätte eigentlich Ihnen nur die Arbeit von Poltorak et al. Und die andere Arbeit von den Kanadiern vorstellen können und das andere hätte ich alles weglassen können, die haben das ja isoliert, TLR4 als Rezeptor. Und das darf man jetzt nicht glauben, sondern es ist so, dass diese Arbeit von Polterak und auch die Arbeit von den Kanadiern völlig erfolglos gewesen wäre, wenn diese Arbeiten nicht gemacht worden wären. Denn die haben ja jetzt nur Erfolg gehabt, weil in diesen Arbeiten schon das Gen in die Datenbank gefüttert worden ist und entdeckt worden ist und zum Teil eben für die Kanadier sogar lokalisiert worden war, genau. Und wenn das da nicht gewesen wäre, dann hätten die das Gen nie entdeckt. Nur weil es da schon andere Leute hingesetzt hatten in die Datenbank. Nur deswegen haben die diese Arbeit machen können. Sonst wären die völlig erfolglos gewesen. Das habe ich Ihnen ja erläutert. Aber davon wollte ich Sie nochmal erinnern. Das ist also nicht so, dass man sagen kann, das hier hätte genügt und alles andere kann man weglassen. Es ist das Gegenteil der Fall. Das ist nur erfolgreich, wenn man alles andere gemacht hat. Das wollte ich zum Schluss nochmal ergänzen. Ja. Im Grunde bin ich dann nach dieser Ergänzung wirklich am Ende dieses ja wieder sehr lang gewordenen Vortrages angelangt.